Sebastian Münzenmaier für die AfD ist Sprecher und Vorsitzender im Ausschuss für Tourismus. Das einzig Positive an diesem Haushalt ist die Tatsache, dass es wahrscheinlich der letzte Haushalt unter dieser Kanzlerin ist. Doch leider trägt er auch wieder ganz deutlich ihre Handschrift. Die fleißigen Bürger dieses Landes finanzieren jetzt seit Jahren ihren ideologischen Quatsch, werden ausgepresst und sollen von Jahr zu Jahr am liebsten noch mehr Steuern bezahlen. Wir haben es heute mehrfach gehört. Mit diesem Geld wird dann verschwenderisch die ganze Welt bedacht. Von LED-Leuchten in Marokkos Moscheen bis hin zu Gender-Projekten in Tunesien kümmern sie sich wieder um alles auf der Welt, außer um ihre wichtigste Aufgabe. Politik für unser Land und Politik für unsere Leute, meine Damen und Herren. Frau Merkel, Sie haben unsere nationale Souveränität in den letzten 15 Jahren geschleift, das Bürokratiemonster EU ausgebaut, unsere Gesellschaft tief gespalten und ein Klima der Angst und der Unfreiheit geschürt. Hochqualifizierte Deutsche flüchten mittlerweile vor ihrer Politik und sehen sich im Ausland nach Alternativen um. Und bis vor wenigen Monaten dachte ich persönlich noch, dass diese Minderleistung von Ihnen, die sowieso schon einzigartig in der Geschichte der Bundesrepublik ist, dass die eigentlich gar nicht mehr zu toppen sei. Aber dann kam Corona. Und mit dem Virus kamen Allmachtsfantasien, die weitgehendsten Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten, die es in dieser Republik je gab, de facto Berufsverbote für ganze Wirtschaftszweige, Ausgangsbeschränkungen und in Teilen Deutschlands der Katastrophenfall. Alle 14 Tage werden von Ihnen, Frau Merkel, und von Ihrem Ministerpräsidentenstammtisch dann neue Hiobsbotschaften verordnet und ohne Parlamentsbeteiligung in die Welt posaunt. Um dieses Schauspiel dem Wähler verkaufen zu können, sollen dann mitten in der Krise auch noch die Rundfunkbeiträge erhöht werden. Hauptsache, die eigene Propagandamaschine läuft. Aber zumindest in diesem Punkt haben wir Ihnen ja schon mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie sehen, AfD wirkt, meine Damen und Herren. Und Frau Kanzlerin, mit Ihrer Corona-Politik richten Sie ein ganzes Land zugrunde und zerstören Millionen von Existenzen. Sprechen Sie doch mal mit dem fleißigen Gastronomen, das wird Ihnen auch nicht schaden, Frau Roth, wenn Sie mal zuhören und mit den Menschen da draußen sprechen. Sprechen Sie doch mal mit denen, die auf die Novemberhilfe warten, die jetzt vielleicht mal im Januar irgendwann kommt. Was ist denn mit den Inhabern von Fitnessstudios, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können, weil die Mitgliedsbeiträge fehlen? Oder fragen Sie mal einen Taxifahrer, wie es so läuft in ihrer schönen, bunten Welt, wenn alles außer Arbeiten in diesem Land eigentlich verboten ist. Aber zu normalen Menschen haben Sie oder auch Sie, Frau Kanzlerin, ja überhaupt keinen Kontakt mehr. Frau Merkel, Sie fordern, dass frierende Kinder Kniebeugen machen oder in die Hände klatschen sollen, wenn es in der Schule eiskalt ist. Wenn ich sowas höre, glaube ich, dass wir dringend mal das Kanzleramt durchlüften sollen, dass der eine oder andere wieder klar im Kopf wird, meine Damen und Herren. Frau Merkel, Sie haben leider den Bezug zur Realität verloren. In Ihrer Welt werden einfach immer wieder neue Schulden gemacht. Sie haben es heute Morgen mehrfach gesagt, Geld ist ja da. Die Kapelle auf dem untergehenden Schiff spielt munter weiter, Frau Hasselmann. Aber im realen Leben da draußen, das, was Sie nicht mehr mitkriegen, da platzen Kredite, da verlieren Menschen ihre Jobs und müssen aus ihren Häusern ausziehen. Und hier sitzt die Kanzlerin, die währenddessen in diesem Haushalt dann eine Erweiterung des Kanzleramts samt Wohnung zum Schnäppchenpreis von ungefähr 600 Millionen Euro plant. Das sind mehr als 18.000 Euro pro Quadratmeter. Frau Merkel, das sind Preise, da wäre selbst der Bonzenbischof Thebats van Els noch neidisch auf Sie geworden. Also sitzen Sie weiterhin in Ihrem überteuerten Elfenbeinturm und senden Durchhalteparolen ans eigene Volk. Man müsse jetzt brav sein, damit man irgendwann wieder in die Stammkneipe darf. Man müsse diszipliniert sein, weil ansonsten Oma und Opa sterben. Und wer was anderes behauptet oder sachliche Kritik äußert, wird zum Corona-Leugner und wird abgewertet. Das ist keine seriöse Politik, das ist billige Polemik, meine Damen und Herren. Frau Merkel, Sie gehen ja Gott sei Dank nächstes Jahr in den politischen Ruhestand. Aber haben Sie sich eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, welche Schuldenberge Sie meiner Generation hinterlassen? Wer soll denn diese immensen Summen jemals zurückzahlen können? Sie opfern die Zukunft unserer Kinder auf dem Altar Ihrer Corona-Schuldenpolitik. Und ein klügerer Mann als ich hat mal gesagt, Abschied ist die Tür zur Zukunft. Frau Kanzlerin, ich muss Ihnen sagen, Ihr Abschied ist die Tür zur Zukunft unseres Landes. Und wir als AfD-Fraktion werden alles dafür tun, dass Deutschland in eine bessere Zukunft schaut als die letzten 15 Jahre. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, werden wir sehen. Das werden wir sehen. So, meine Damen und Herren, und hier in der Generaldebatte hat jetzt als Nächster das Wort, und da sehen wir ihn auch schon, Carsten Schneider. Er ist der erste parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion und ehemaliger Chefhaushälter der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Münzenmaier, Sie sind ja ein rechtskräftig verurteilter, wegen Beihilfe zur Körperverletzung verurteilter Hooligan. Das merkt man auch, wenn der Anzug noch drin steckt. Ihre Partei
Ihre Partei, dass sie Sie hier reden lässt, als zweiter Redner in der Generaldebatte, wo es um die Zukunft unseres Landes geht, das zeigt, wo Ihre Partei steckt, mitten im Rechtsextremismus. Wir beraten den Bundeshaushalt, die generelle Linie. Kollegin Baas wird noch zu der Frage der Pandemie und der Gesundheitslage was sagen. Ich will mich auf die ökonomischen Fragen konzentrieren. Ich finde, es ist heute gut zutage getreten, auch wo die Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien liegen, wo auch die unterschiedlichen Denkschulen liegen, die wahrscheinlich auch zur Bundestagswahl zur Entscheidung kommen. Ich bin, Rolf Mützenich hat das gesagt, sehr froh, dass wir Sozialdemokraten uns entschieden haben, in diese Bundesregierung zu gehen unter schwierigen Umständen. Das hat sich aber gezeigt, dass gerade in der Krise extrem wichtig ist, dass Leute im Finanzministerium sitzen mit Olaf Scholz als Finanzminister, die nicht kleinteilig denken, sondern groß. Und das ist notwendig, um die extreme wirtschaftliche Krise, die wir hatten und haben, und die Belastung zu schultern. Wir können sie schultern durch die Intervention des Staates, durch eine hohe Kreditaufnahme, weil wir in den vergangenen Jahrzehnten gespart haben bzw. stärker gewachsen sind als die Ausgaben. Von diesem Grund, aus diesem Polster können wir zehren. Und genau das ist der Wesenskern auch sozialdemokratischer Finanzpolitik. Wenn es sehr, sehr gut läuft, dann sparen, dann sorgen wir dafür, dass die Schulden sinken. Wenn der Staat intervenieren muss, hat er die Kraft und kann es auch. Und das bringt Sicherheit. Das machen wir zum einen, indem wir den Sozialstaat stabilisieren. Wir kürzen ihn nicht, wie in Teilen der Union. Bei Herrn Merz habe ich das gehört. Das sind ja die Rezepte aus den 80ern, das ist sozusagen die Videokassette der deutschen Politik, Friedrich Merz. Nein, wir kürzen nicht, sondern wir erhalten den Sozialstaat. Wir bauen ihn im Zweifel aus. Da, wo es ums Kurzarbeitergeld geht, da haben wir dafür gesorgt. Im Übrigen, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Herr Lindner, ich weiß nicht genau. Frau Baerbock, mit der Verpflichtung auch zur Weiterbildung der Unternehmen. Also wenn die Unternehmen das wollen, können sie es jetzt. Diese Möglichkeit hat Hubertus Heil mit dem Kurzarbeitergeld, der Verlängerung und dem Qualifizierungschancengesetz gesetzt, weil wir an die Zukunft in Deutschland glauben und weil wir eben nicht stehen bleiben, sondern uns nach vorne entwickeln. Und die internationale Politik, nehmen Sie den IWF, nehmen Sie die EU-Kommission, Sie geben uns recht. Sie geben uns recht, indem wir diesen Impuls, diesen ökonomischen Impuls aus der Kreditaufnahme genommen haben, indem wir aber auch auf Transformation, Wasserstoff, neue Technologien, Digitalisierung etc. setzen. All das ist entscheidend, weil wir können nicht stehen bleiben. Absolut. Wenn ich aber dann mir Alternativen zu angucke, und dazu dient ja so eine Debatte heute hier auch, und ich greife das auf, was Herr Lindner gesagt hat. Ich habe mir genau Ihre Anträge angeguckt, sowohl die in Nordrhein-Westfalen, wo Sie in der Landesregierung sind, als auch hier im Bundestag. Fangen wir im Bundestag an. Im Bundestag haben Sie bei den Wirtschaftshilfen beantragt, dass sie um 20 Milliarden Euro niedriger liegen als das, was die Koalition aus CDU und SPD zur Verfügung stellt. Die direkten Wirtschaftshilfen, wo November, Dezember, wenn es darüber hinausläuft, erst gezahlt wird, als auch die Überbrückungshilfen gezahlt werden. Also, der Kneipier, die Gaststätte, die derzeit die Umsätze erstattet bekommt, weil sie per Auflage für uns alle geschlossen sind. Diese Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von über 40 Milliarden Euro. Und ich sage Ihnen, wir sind auch bereit, im Zweifel dem Finanzminister die Möglichkeit zu geben, das zu erhöhen. Was machen Sie? Sie haben es um 20 Milliarden Euro niedriger. Das heißt, ein kleiner Kneipier bekommt von Ihnen im Zweifel die Hälfte. Wem geben Sie aber Geld? Was ist noch Teil Ihrer Politik? Weil wir machen ja hier wirklich auch Steuerpolitik, falls Sie es nicht mitbekommen haben. Zum 1.1. wird der Soli für 95% der Beschäftigten in Deutschland abgeschafft. Das ist sozialdemokratische Politik, steht in unserem Programm. Gibt einen Wachstumsimpuls für mehr Binnennachfrage. Sie beantragen hier, dass für die letzten 5%, die Superreichen, die Jet-Set-Generation, für diejenigen wollen Sie die Steuernhöhe von 10 Milliarden Euro senken. Sie nehmen es beim Kneipier um die Ecke und geben es dem Jet-Set-Publikum in Nizza. Herzlichen Glückwunsch. Das machen wir. Das ist nicht Demagogie, das ist einfach faktenbasierte Politik, Herr Lindner. Und jetzt gucke ich mal nach NRW. Ja, haben Sie ja immer hier. Sie tun ja so, als würden Sie hier nirgendwo Verantwortung tragen. Das ist das größte Bundesland, soweit ich weiß. Ne? Sind Sie in der Koalition? Haben Sie doch mitgemacht, oder? Ja, haben Sie verhandelt, genau. Dann haben Sie sicherlich auch, ist nicht ohne, also gegen den Bundesvorsitzenden der FDP wird doch sicherlich nicht entschieden, dass die höchste Kreditaufnahme, die alle Bundesländer haben, nicht pro Kopf, sondern bezogen auf den Haushalt 2019. Wo ist? In NRW, bei der FDP. Und wie lang ist der Zeitraum, bis die Schulden getilgt werden in NRW? 50 Jahre.
50 Jahre nehmen Sie sich Zeit. Man kann darüber reden, ob das richtig oder falsch ist, aber es ist komplett was anderes, als was Sie hier die ganze Zeit im Bundestag erzählt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung hat es jetzt in der Hand, die Investitionen, die wir ihr zur Verfügung gestellt haben, zur Transformation unserer Wirtschaft voranzubringen. Sie hat es in der Hand, und ich vertraue der Kanzlerin und dem Finanzminister auch, die Unternehmen, die jetzt in Schwierigkeiten sind, noch zu stabilisieren. Ich sage aber auch hinzu, dass die Umsatzerstattung für Handelsunternehmen, also wenn die geschlossen werden sollten, aus meiner Sicht nicht darstellbar ist, sondern da müssen wir wirklich auf die Fixkosten zurückgehen, weil wir müssen auch aufpassen, dass wir aus dieser Krise auch gestärkt hervorgehen und nicht mit zu vielen Schulden. Das wollen wir nicht, aber eine starke Wirtschaft und solide Finanzen. Vielen Dank. Dagmar Ziegler ist ja gewählt worden als Bundestagsvizepräsidentin, hier im Bild zu sehen, für den verstorbenen Thomas Oppermann, und leitet heute hier erstmals eine Bundestagssitzung. Simone Barrientos, jetzt die kulturpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Sehr geehrte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zum Kulturhaushalt. Die Bundestagsdebatten zur Kultur gleichen inzwischen einem Theaterstück. Zigmal geprobt, der Text sitzt, die Einsätze klappen, auf dem Papier ein Festspiel, in der Realität aber ein Gesellschaftsdrama. Eine kleine Anfrage von mir hat ergeben zur Neustartkultur, dass ich konnte sie nur überfliegen, sie kam, sollte gestern kommen, kam erst heute rein oder erreichte mich erst heute, dass allein der Mehrbedarf in dem Bereich bei über 1 Milliarde liegt. Und während die Bundesregierung die Corona-Überbrückungshilfen als Erfolg feiert, werden tausende Soloselbstständige wegen Subventionsbetrug angezeigt. In etwa 8.200 Fällen ermittelt der Zoll. Das ergab mein Gespräch mit Dr. Lutz, dem Vorsitzenden des Verbandes der Gründer und Selbstständigen in Deutschland. Die Betroffenen haben zum Teil unwissentlich fehlerhafte Angaben gemacht, weil das Bürokratiemonster überhaupt nicht zu bewältigen ist. Das Geld kommt nicht an, und wenn doch, dann reicht es hinten und vorne nicht, oder es wird der Lebens- und Arbeitswirklichkeit der Kultur- und Kreativbranche nicht gerecht, oder es wird zurückgefordert. Viele Solo-Selbstständige trauen sich überhaupt nicht mehr, Hilfen zu beantragen. Sie fordern und brauchen klare, nachvollziehbare, verlässliche, monatliche Hilfen, die sich eben nicht jeden Monat ändern, sonst wird nämlich die Novemberhilfe zum Aprilscherz. So lange kann es uns ja noch beschäftigen. Das Vorgehen der Finanzbehörden ist völlig unverhältnismäßig. Einem jungen Paar wurde die Wohnung gekündigt, weil ihr Bankkonto infolge des Betrugsverdachts gesperrt wurde. Selbst das Sparkonto eines 3-jährigen Kindes wurde gesperrt. Dramen spielen sich ab, die Verzweiflung wächst und die Veranstaltungsbranche pfeift buchstäblich auf dem letzten Loch. Die wesentlichen Ursachen dafür, dass die Kultur- und Kreativbranche so existenziell getroffen ist, entstanden nicht durch die Corona-Pandemie, sie waren schon vorher da. Dass zum Beispiel die Vergabe von Fördergeldern nicht an soziale Standards gekoppelt ist, das ist ein Skandal. Die soziale Lage von zahllosen Künstlerinnen und Künstlern war schon vor Corona bescheiden, und wer vorher kaum was hatte, der geht jetzt unter. Der Verweis auf Hartz IV ist ein Hohn und wird auch als solcher empfunden. Es sei denn, Sie stimmen dem Entschließungsantrag meiner Fraktion zu, indem wir eine sanktionsfreie Grundsicherung mit höheren Regelsätzen für alle darauf Angewiesenen fordern. Wann kommt endlich die wirklich unbürokratische Hilfe für Soloselbstständige? Wann kommt endlich der von uns seit Monaten geforderte Unternehmerlohn, fiktive Unternehmerlohn? Der vorliegende Kulturhaushalt ist gut gemeint, aber er gibt keine Antworten auf die Fragen zur sozialen Absicherung, zu Diversität, zu Geschlechtergerechtigkeit, und er wird der dramatischen Situation nicht gerecht. Stimmen Sie am Freitag unserem Entschließungsantrag zu, damit nicht am Ende aus dem Drama eine Tragödie wird. Der zu befürchtende Kulturverlust wäre ein sehr, sehr schwer wiedergutzumachender Schaden für die Menschen und vor allen Dingen für die Demokratie. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort geht an die Abgeordnete Margit Stump von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Und die nächste Rednerin, Margit Stumm, ist Sprecherin für Medienpolitik der Bündnisgrünen im Etat des Kanzleramtes, ist ja auch der Etat Kultur und Medien. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das unausgegorene Konzept zur Presseförderung, das die Koalition in der Haushaltsbereinigungssitzung kürzlich abgenickt hat, steht symptomatisch für die verfehlte Medienpolitik dieser Regierung. 180 Millionen Euro sollen an Zeitungs-, Zeitschriften- und Anzeigenblattverlage ausgeschüttet werden, nach dem Prinzip, die höchste Auflage bekommt das meiste Geld, wer hat, dem wird gegeben. Weder die Förderung von Qualität noch des lokalen und regionalen Journalismus werden berücksichtigt. Wie das zur Medienvielfalt beitragen soll, ist uns und den Fachleuten ein Rätsel. Das bleibt das Geheimnis der Koalition. Der Bundesregierung fehlt zudem immer noch eine kohärente Strategie für eine altersübergreifende Stärkung der Medienkompetenz. Dabei sind Desinformation, Hassreden und Verschwörungstheorien nicht erst seit Corona eine ernstzunehmende Gefahr für unsere Demokratie. Die Verfolgung strafrechtlich relevanter Inhalte ist das eine, das andere ist der Umgang mit Inhalten, die nicht gegen Strafrecht verstoßen, zum Beispiel Verschwörungstheorien. Antisemitismus und Demokratieverachtung sind inzwischen salonfähig. Wo bleiben die Maßnahmen zur digitalen Aufklärung? Die Tatsache, dass es inzwischen auch in der CDU Mandatsträger gibt, die das System Medienbashing systematisch und strategisch betreiben, zeigt die Brisanz. Getrieben von der Hoffnung, den rechten Rand zu bedienen, riskiert die CDU in Sachsen-Anhalt einen Regierungsbruch. Das ist unfassbar. Es stellt sich die Frage an die CDU, nicht nur, wie hältst du es mit dem ÖPR, mit dem Öffentlich-Rechtlichen, es stellt sich auch die Frage, wie hältst du es mit der AfD? Es ist doch bei aller berechtigten Kritik höchst alarmierend, wie weite Teile der Presse die heutige Berichterstattung dazu nutzen, auf die Öffentlich-Rechtlichen einzuprügeln, die gerade jetzt ihre Leistungsfähigkeit beweisen. Noch kurz zur Kulturpolitik. Frau Barrientos hat viel gesagt. Die Meldung, der Bund habe über 8.000 Selbstständige wegen versuchten Subventionsbetrugs angezeigt, ist verstörend. Hat die verantwortliche Zentralstelle für Finanztraktionsuntersuchungen dem Finanzministerium unterstellt, nichts Besseres zu tun? Cum-Ex vielleicht oder Wirecard? War da was? Wo sind eigentlich die Prioritäten dieser Regierung? Warme Worte, Frau Grütters, auch endlos gespielt, retten Kultur- und Medienschaffende nicht. Ups, da war die Rede von Margit Stumm schon zu Ende. Ich glaube, sie hätte sogar etwas länger reden dürfen, zumindest nach dem Ausdruck hier. Sei es drum, Alexander Dobrindt jetzt für die CDU-CSU. Alexander Dobrindt ist der Landesgruppenchef der CSU im Deutschen Bundestag und der erste stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Gemeinschaftlichen Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Sie haben einen eindrucksvollen Appell an Bürger und Politik gerichtet, um die Kontakte weiter zu reduzieren. Wir stehen an Ihrer Seite, wenn es darum geht, diesen Appell auch umzusetzen in Realität. Wir stehen auch an Ihrer Seite, wenn es darum geht, die Empfehlungen der Leopoldina jetzt umzusetzen. Wir stehen auch an Ihrer Seite, wenn es darum geht, die Chancen zu nutzen, jetzt in den Weihnachtsferien in ganz Deutschland weiter Kontakte zu reduzieren, wenn es keine Schule gibt. Wenn viele Unternehmen geschlossen haben, dann müssen wir die Möglichkeit nutzen, auch weiter Kontakte zu reduzieren, um uns gegen den Virus zu stemmen. Aber es entsteht auch genau in dieser Zeit ein neues Risiko. Und das Risiko heißt, die Familien kommen zusammen. Es entsteht auch eine Nähe zwischen den Generationen und die ist auch möglich und notwendig und gewünscht, dass sie Weihnachten entsteht. Aber darin besteht das Risiko, dass der Virus in die nächste, in die ältere Generation eingetragen wird, die um ein Vielfaches gefährdeter ist als die junge Generation. Und deswegen müssen wir Entscheidungen treffen, dass auch die Kontakte reduziert werden vor Weihnachten, damit das Risiko, dass der Virus von der jungen in die ältere Generation überspringt, auch reduziert wird. Das ist jetzt eine politische Aufgabe, meine Damen und Herren.
Und dazu geht es natürlich auch, über die Fragen der Schulen zu sprechen. Und da geht es auch darum, dass wir dafür sorgen, dass zwischen den Schülerinnen und Schülern die Infektionsrate sich nicht weiter erhöht. Und ich weiß sehr wohl, dass diese Aufgabe keine Aufgabe ist, die dem Bund zusteht, sondern dass es Entscheidungen sind, die in den Ländern getroffen werden müssen. Und deswegen fand ich die Debatte von gestern und auch heute in Teilen sehr befremdlich, wenn es darum geht, dass diejenigen, die Verantwortung tragen in Bund-Länder-Konferenzen, sich darüber streiten, ob man sich überhaupt vor Weihnachten treffen sollte oder ob man sich nicht treffen sollte. Ich weiß, dass es hier um Belange der Länder geht. Ich weiß, dass die Länder sich nicht scheuen, den Bund immer wieder Aufforderungen zu geben und auch zu kritisieren. Das ist in Ordnung. Das ist auch Teil des Föderalismus. Aber deswegen müssen die Länder jetzt auch akzeptieren, dass wir ihnen Ratschläge geben. Und der heißt, setzen Sie sich mit dem Bund zusammen und finden Sie vor Weihnachten Lösungen, wie wir die Kontakte reduzieren können. Wir haben in diesem Bundeshaushalt auch alle finanziellen Vorgaben geregelt, die im Zusammenhang mit den Kosten der Pandemie verbunden sind. Und deswegen gibt es eine Grundphilosophie in diesem Bundeshaushalt, der heißt, dass wir uns gegen Corona stemmen und dass wir im Jahr 2021 mit allen wirtschaftlichen und finanziellen Maßnahmen Corona hinter uns lassen wollen. Wir nehmen die 180 Milliarden Euro neue Schulden auf. Das ist eine Zahl, Herr Bundesfinanzminister, an die will ich mich nicht gewöhnen. Und wir dürfen uns auch nicht an diese Zahl gewöhnen. Die Frau Bundeskanzlerin hat 2008 den Spruch nach der Finanzkrise getätigt, man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben. Dieser Spruch hat nach wie vor seine Gültigkeit. Wir leben jetzt begründet über diese Verhältnisse. Wir müssen aber genauso begründet zu soliden Haushalten wieder zurückführen und die Schuldenbremse wieder einhalten. Da erwarte ich auch das klare Bekenntnis der Bundesregierung dazu. Ich weiß, dass das hier nicht jeder so sieht. Und es ist ja sehr deutlich gemacht worden, dass die Schuldenmacher und die Schuldenerhöher gerne Corona als Vehikel zur Durchsetzung ihrer falschen Vorstellungen verwenden wollen. Deswegen brauchen wir jetzt auch eine klare Richtungsentscheidung bei der Finanzpolitik. Und da gibt es mögliche drei Wege, die hier diskutiert und aufgezeigt worden sind. Die einen, die sagen, wunderbar, der Damm ist gebrochen, lasst uns endlich die Schuldenbremse abschaffen. Frau Baerbock, Sie haben ja Ehrlichkeit eingefordert in dieser Debatte und darauf hingewiesen, Sie können sich nicht vorstellen, dass man ab 2026 auch Schulden wieder zurückführen wollen. Seien Sie doch so ehrlich und sagen Sie einfach, Sie wollen die Schuldenbremse im Grundgesetz abschaffen. Sie wollen weiter Schulden in dieser Höhe für die Zukunft machen. Wir lehnen genau das ab. Die Schuldenbremse ist wegen Politikern wie Ihnen eingeführt worden, damit wir nicht ohne Bremse und ohne Not weiter Schulden in dieser Höhe aufnehmen können. Es sind übrigens, der Hinweis auf Europa war ja ganz wichtig, es sind übrigens genau diejenigen in Europa, die dem Schuldenfetisch in der Vergangenheit gefolgt werden, die jetzt am allermeisten vom Wiederaufbaufonds profitieren müssen, die ihn am allerdringendsten auch brauchen. Wir wollen nicht in die Lage kommen, dass wir diejenigen zukünftig sind, die diese Unterstützung und Hilfe brauchen. Wir wollen einen anderen Weg, aber der andere Weg darf auch nicht heißen, dass man jetzt einfach die Steuern erhöht. Der Vorschlag der SPD-Ministerpräsidenten, einen Corona-Soli einzuführen. Das ist ein grundfalscher Fehlschluss. Der Soli ist von den Bürgerinnen und Bürgern längst bezahlt worden in den vergangenen Jahren durch ihre vielen Steuern, die sie erbracht haben, von denen wir jetzt leben, meine Damen und Herren. Wir brauchen ein Wachstumsprogramm. Und der Bundesfinanzminister, ich bin auch bei Ihnen, der Vergleich mit der Finanzkrise, dass wir uns aus den Schulden herausgewachsen haben, der ist richtig. Wir müssen auch diesen Weg
jetzt wieder gehen. Deswegen auch Überbrückungshilfen für die Unternehmen, die genau dieses Wachstum in der Zukunft generieren müssen. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass es nicht nur das Wachstum alleine war, sondern es war vor allem die Haushaltssolidität, die die Grundlage dafür war, dass Wachstum möglich war und wir aus den Schulden herausgekommen sind. Deswegen brauchen wir dieses klare Bekenntnis zur Schuldenbremse, meine Damen und Herren. Wir haben weiter jetzt für Entlastungen gesorgt in diesem Haushalt. Ich rate dazu, dass wir keine Debatte darüber führen, die Abschaffung des Soli ab Januar rückabwickeln wollen, wie sie in Teilen auch der politischen Debatte schon wieder aufgekommen ist. Ich rate dringend dazu, dass wir die Investitionen, die wir jetzt noch mal erhöht haben, auch schnell umsetzen. Da ist es nicht nur die Digitalisierung, da sind es natürlich auch die Klimainvestitionen, da sind es die Schlüsseltechnologien, die künstliche Intelligenz, die Therapeutikaentwicklung, die wir alle auch in diesem Haushalt adressiert haben. Und es ist vor allem auch das klare Bekenntnis, weiterhin am Exportmarkt in der Welt führend zu sein. Wir sind Exportweltmeister, wir wollen Exportweltmeister bleiben. Das ist notwendig, wenn man Wachstum auch generieren will. Und deswegen ist es grundfalsch, wenn die Grünen darauf hinweisen, dass Exportleistungen bestraft werden sollen, dass Exportüberschüsse begrenzt werden sollen. Wir können den Export nicht aufgeben, wenn wir erfolgreich bleiben wollen. Wir müssen Exportweltmeister bleiben und in die Welt exportieren. Das ist die Aufgabe, die dahinter steht. Da spielt Europa. Sie müssen einfach mal nachlesen in Ihrem Parteitagsbeschluss, in dem drin steht, Defizit- und Überschussländer sollen Verpflichtungen zum Abbau auferlegt werden. Vielleicht wissen Sie nicht genau, was Sie da eigentlich beschlossen haben. Wir wollen auch in Europa weiter exportieren. Wir wollen in Europa auch der Exportweltmeister bleiben. Das ist auch zwingend notwendig. Und die Gegenposition, die da aufgemacht wird, die man jetzt auch von verschiedenen Seiten europäischer Länder lesen kann, und zum Beispiel auch von Teilen der italienischen Regierung, dass man jetzt endlich die Staatsschuldscheine, die bei der EZB geparkt sind, die in der Pandemie gekauft worden sind, dass man auf Rückzahlung an der Stelle verzichten soll. Das ist grundgefährlich, was da diskutiert wird. Das gefährdet die finanzielle Stabilität Europas an dieser Stelle. Und deswegen, es darf keine Staatsfinanzierung durch die Hintertür geben. Ich respektiere die Unabhängigkeit der EZB. Ich fordere sie geradezu ein. Aber Unabhängigkeit heißt, dass man sich nicht abhängig macht von Forderungen und Ratschlägen der Schuldenländer in Europa, sondern auf Stabilität setzt, meine Damen und Herren. Herr Abgeordneter, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein, ich mache jetzt fertig. Ja, es wird Zeit, Herr Dobrindt. Ich freue mich darauf, dass wir diese Debatte heute auch zu Ende führen, weil ich weiß, es kommt eine große Herausforderung mit dem Haushalt 2021 auf uns zu. Ich glaube daran, dass wir die Grundlagen für Wachstum, für Stabilität, für Innovation in diesem Haushalt hinterlegt haben. Und deswegen lassen Sie uns gemeinsam diesen Haushalt mit Leben erfüllen. Herzlichen Dank. Alexander Dobrindt hat sich hier ein bisschen an den Grünen abgearbeitet und nochmal auf solide Haushaltspolitik hingewiesen, die die Union in der Vergangenheit betrieben hat und die auch in Zukunft so sein soll. Christian Kindler jetzt mit einer Kurzintervention von den Bündnisgrünen der Haushälter. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege Dobrindt, leider haben Sie die Zwischenfrage nicht zugelassen. Ich bitte Sie einfach, keine Falschbehauptung hier im Plenum aufzustellen über unsere grüne Beschlusslage. Wenn Sie das mitgekriegt hätten, haben wir konkret gesagt, wir wollen die Schuldenbremse nicht abschaffen, sondern diese reformieren und weiterentwickeln, um Nettoinvestitionen zukünftig über Kredite zu finanzieren. Das in Zeiten von negativen Zinsen macht das Sinn bei der großen Transformation in Bezug auf die Klimakrise und Digitalisierung. Zweitens haben Sie behauptet, dass wir, haben Sie gesagt, dass Deutschland Exportweltmeister sein sollte, haben kritisiert, dass Überschüsse und Defizite bei der Leistungsbilanz in Europa ausgeglichen werden sollten. Das ist heute schon europäisches Recht. Ich
weise Sie darauf hin, es mag ja Fälle geben, wo Ihnen das europäische Recht egal ist, so wie der Pkw-Maut. Uns ist das europäische Recht eben nicht egal. Wir wollen, dass wir aus der Finanzkrise lernen. Wir wollen eben konkret, dass man die Finanzsysteme und Wirtschaft in Europa stabilisiert. Dazu gehört auch, dass man guckt, dass die Wirtschafts- und Währungsunion im Einklang ist, sowohl bei Staatshaushalten als auch bei der Frage von Leistungsbilanzen. Deswegen gibt es das europäische Recht und wir wollen, dass Deutschland das europäische Recht auch einhält. Es ist keine Antwort vorgesehen. Es geht das Wort an. Nein, er wollte nicht antworten. Er hätte antworten können, aber in der Tat, Alexander Domen hat mit dem Kopf geschüttelt. Sie haben es gesehen, er wollte nicht antworten. Also, jetzt die nächste Rednerin hier in der Generaldebatte, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Beatrix von Storch. Meine Damen und Herren, wir sprechen über den Etat von Kanzlerin Merkel und dem Kanzleramt. Ein Blick zurück. Das Kanzleramt hatte unter Konrad Adenauer 120 Mitarbeiter. Adenauers Bilanz: Wiederaufbau und Wirtschaftswunder, soziale Marktwirtschaft und Vollbeschäftigung, Westbindung und die Aufnahme Deutschlands in die NATO, die Gründung der EWG, die Rückkehr der Kriegsgefangenen, die Aufbau der Bundeswehr, die Versorgung von Millionen deutscher Vertriebenen aus dem Osten. Bei Merkels Amtsantritt hatte das Kanzleramt bereits knapp viermal so viele Mitarbeiter wie unter Adenauer. Das hat Merkel dann noch um 60% aufgestockt auf 750 Mitarbeiter. Die Bilanz verheerend. Erstens Eurozone. Maastricht-Verträge außer Kraft. Deutschland haftet für die Schulden der Eurozone. Verschuldungsverbot der EU mit Zustimmung von Merkel aufgehoben. Niedrigzinspolitik vernichtet deutsche Sparguthaben. Verlust für die Sparer zwischen 2010 und 2019 allein 649 Milliarden Euro. Zweitens Europa. Die Briten haben die EU fluchtartig verlassen. Ausschlag gab Merkels Flüchtlingspolitik. Rest EU gespalten wie noch nie über Merkels Flüchtlingspolitik. Energiewende. Keine Kernkraft, keine Kohle. Dafür deutsche Landschaft zugespargelt. Stromkosten seit 2000 um 120% gestiegen. Stromkosten für Privathaushalte ein Drittel höher als in Frankreich. Fazit des Wall Street Journal: die dümmste Energiepolitik der Welt. Viertens Sicherheit. Die Bundeswehr nicht mehr einsatzbereit. Deutschland das Gespött der ganzen NATO. Deutsche Grenzen offen wie Scheunentore. Folge: Deutschland ist abhängig von der Türkei. Erdogan erpresst uns die totale Unterwerfung. Fünftens Digitalisierung. Komplett verschlafen. Langsamstes Internet in Europa. Und nicht nur das. Selbst Kolumbien hat mehr Glasfaser als wir. Wir sind Bummelletzter, sagt die Kanzlerin. Das klingt niedlich, aber es ist nicht niedlich. Es ist eine Katastrophe für unsere Zukunft. Und die Merkel-Bilanz für Deutschland: wir sind eine kunterbunte Republik geworden. Mit über 600 islamischen Gefährdern, mit über 75.000 Gewaltdelikten und Sexualverbrechen durch Merkels illegale Asylzuwanderer, mit 250.000 ausreisepflichtigen Personen, die nicht abgeschoben werden. Der Magnet bleibt scharf gestellt. Corona-Gefährder dürfen weiter unkontrolliert rein, aber Gesunde sollen nicht mehr aus dem Haus. Das Wort Ausreisesperren zirkulierte. Erst waren Masken Virenschleudern. Jetzt sollen sie die Bürger selbst im Freien Masken tragen. Deutschland ein reiches Land? Die Deutschen sind weniger vermögend als Italiener, Franzosen, Spanier, Malteser oder Zyprioten. Und wir haben die niedrigste Eigenheimquote in der EU. Spitzenreiter sind wir nur bei Steuern und Sozialabgaben. 3,8 Millionen Hartz-IV-Empfänger und die Hälfte hat Migrationshintergrund. 270.000 Deutsche wanderten 2019 aus. Hochqualifizierte, attraktiv sind wir nur noch für die Geringqualifizierten aus aller Welt. Stattdessen hat Merkel eingeführt den Doppelpass für alle, die Ehe für alle, das dritte Geschlecht, Genderlehrstühle, Frauenquote, NetzDG und Internetzensur, ein Antidiskriminierungsgesetz und eine Islamkonferenz mit Fundamentalisten. Adenauer hat Westdeutschland aus einem Trümmerfeld wieder aufgebaut und an die Weltspitze geführt. Merkel hat Deutschland wieder in ein Trümmerfeld verwandelt und führt uns in den Niedergang. Aber Deutschland wird Merkel überleben. Es wird neue politische Mehrheiten geben, so wie jetzt gerade in Sachsen-Anhalt. Wir werden Merkels politisches Erbe abwickeln und Deutschland wieder aufbauen. Dafür steht die AfD. Vielen Dank. Das Wort geht an Bärbel Baas von der SPD-Bundestagsfraktion.
Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon erstaunlich bei manchen Redebeiträgen, dass ignoriert wird, dass heute 590 Menschen erneut verstorben sind an einem Virus oder mit einem Virus. Man kann es definieren, wie man möchte, aber es sind zwischenzeitlich fast jeden Tag über eine Woche über 400 Menschen. Und diese Fakten zu ignorieren und Wortbeiträge hier zu haben, die von Kungelrunden und verlogener Politik sprechen, ist für mich mittlerweile unfassbar. Der Punkt ist einfach, Herr Münzen, Meyer hat vorhin gesagt, kriegen Sie eigentlich noch was mit? Die Frage würde ich Ihnen gerne stellen, kriegen Sie eigentlich noch was mit? Reden Sie doch vielleicht, Sie haben mit Gastronomen geredet, mit Taxifahrern, das tun wir auch, aber vielleicht reden Sie auch mal mit Intensivmedizinern. Vielleicht reden Sie mal mit Pflegefachkräften, wie die sich gerade fühlen, was die gerade leisten. Und wenn wir diesen Lockdown-Light nicht gehabt hätten, den übrigens die FDP auch nicht wollte, so wie er jetzt ist, wenn wir den nicht gehabt hätten, möchte ich nicht prognostizieren, welche Zahlen wir jetzt hätten, dann wären die Krankenhäuser schon weit über ihr Limit drüber hinaus. Und wenn jemand sagt, wir hätten die Zeiten nicht genutzt, zu investieren, ich glaube, dass dieser Haushalt deutlich zeigt, dass wir sehr wohl auch investiert haben und die Zeit genutzt haben. Ich will nur mal erinnern, weil das viele vergessen. Wir haben Beatmungsgeräte und Intensivbetten aufgebaut im Frühjahr. Nicht, dass ich mir gewünscht hätte, dass wir sie brauchen, auf keinen Fall, das will ich noch mal ganz deutlich sagen. Aber hätten wir das nicht gemacht, hätten wir ja jetzt schon die Kapazitäten nicht mehr, um diese zweite Welle zu überstehen. Ich sage aber auch für die Sozialdemokraten, wir haben damals schon gesagt, das Bett und das Gerät ist das eine. Wir kommen aber ans Limit durchs Personal. Das war auch abzusehen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir darüber reden. Und das haben wir auch immer wieder in die Debatten eingebracht. Und dieser Corona-Bonus, ja, das ist bitter, dass das ein dermaßen Gezänk und Gezerre war, bis überhaupt die ersten gezahlt wurden. Und es stimmt, es haben noch nicht alle diese Prämie bekommen. Und das ist bitter und das müssen wir konstatieren. Und das ist uns nicht gelungen. Und dennoch müssen wir jetzt den Menschen helfen, die genau trotzdem an dieser Pandemie arbeiten. Und deswegen sage ich auch ganz deutlich, auch das, was Herr Lindner vorhin zum RKI gesagt haben. Man kann einfach der Zeitung entnehmen, ja, es wurden 68 IT-Stellen gefordert und nur 4 genehmigt. Die Wahrheit ist aber, der Personalhaushalt des RKI ist um 50% aufgestockt worden. Wenn das RKI selber seinen Stellenwert bei 110 Stellen bei der künstlichen Intelligenz legt, dann ist das deren Sache, dann können die das tun. Und dass jede Behörde, ich meine, da muss ich keinem Haushaltspolitiker hier das Wort reden, dass jede Behörde zig Stellen fordert und sie nicht alle genehmigt kriegt, ich glaube, das ist auch klar. Aber zu verschweigen, dass 133 Stellen beim RKI jetzt aufgebaut worden sind im Laufe der Zeit, ist auch eine Realität, die man mal wahrnehmen muss. Und natürlich stützen wir das Robert-Koch-Institut. Frau Abgeordnete, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion? Gerne. Otto Fricke ist das, der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Nein, ich kann dich beruhigen. Ich rede diese Woche anders als du nicht viermal. Lieber Fraktionsvorsitzender, Frau Kollegin Baas, gerade weil das Thema so viele Leute beunruhigt hat, finde ich, sollten wir einfach auch für Klarheit sorgen, ohne dass es da um Schuldige oder Sonstiges geht. Sondern ich würde Sie nur bitten, weil Sie gesagt hatten, den Haushältern, dem Haushaltsausschuss lag ein entsprechender Antrag des RKI ja überhaupt nicht vor. Deswegen würde ich dann schon darauf hinweisen, dass das nicht eine Frage war, die ans Parlament herangetragen worden ist, sondern doch wohl eine war innerhalb der Regierung. Zweitens, Frau Baas, würde ich Sie dann doch bitten, ob Sie mir dann sagen können, dass aus Sicht der SPD-Fraktion das, was das RKI jetzt an Stellen hat, und ich gebe Ihnen vollkommen recht, es sind diese Stellen, die Sie genannt haben, auch dabei, ob das ausreicht oder nicht. Das beantworte ich gerne, aber wie gesagt, es ist im Inneren der Behörde, wie sie das Personal da einsetzt.
Wenn sie es nutzt jetzt für die künstliche Intelligenz, 101 Stellen, das muss, muss man sagen, die müssen erstens besetzt sein. Da nutze ich diesen Bereich auch für die moderne Aufstellung des RKI. Und ob diese 4 IT-Stellen reichen, da würde ich von mir aus sagen, das mag sein, dass sie nicht reichen. Aber das RKI kann auch sagen, ich kann mir das zukaufen. Bestimmte Dinge der Programmierung und so weiter im eigenen Haus aufzubauen, würde zweifelsfrei sowieso Jahre dauern. Da sind Sie doch die digitale Partei, die immer wieder sagen, man kann sich Expertise, das ist meine Antwort, die müssen Sie mir schon zugestehen. Und die Expertise einzukaufen, gerade wenn es um Digitalisierung und Programmierung geht, glaube ich, tut dem RKI auch nicht einen Abbruch. Deshalb, wir stärken das RKI und insofern kann man sicherlich auch im nächsten Jahr noch mal schauen, ob das ausreichend ist. Aber nochmal, die Gesundheitsämter, weil Sie das Stichwort gerade liefern, ist ein anderer Punkt. Da haben wir jetzt 4 Milliarden investiert. Auch das sagen Sie nicht. 4 Milliarden für die Gesundheitsämter, die wir jetzt aufwenden. Auch das wird verschwiegen. Auch hier haben wir investiert. Und das alles zu ignorieren, die Testkapazitäten. Es wurde hier gerade unterstellt, wir hätten da nicht viel gearbeitet. Ja, die Schnelltests sind aber auch jetzt erst im Laufe der Zeit entwickelt worden. Das, was Sie jetzt zur Verfügung stellen. Frau Baerbock hat gesagt, wir haben nicht genug Masken. Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass wir eine nationale Reserve aufbauen. Auch das haben wir jetzt geleistet. Das kann man alles ignorieren, aber das ist auch Element in diesem Haushalt. Dafür haben wir uns sehr stark eingesetzt. Und was ich auch kritisiere oder wo ich bei denen bin, die das kritisieren, ja, wir brauchen weitere Präventionskonzepte. Die Menschen erwarten von uns klare Maßnahmen, das stimmt. Und deswegen will ich auf meinen Beginn noch mal zurückkommen. Wenn es jetzt so ist, dass die Zahlen nach wie vor steigen, kann ich den Appell der Kanzlerin nur unterstützen. Und eigentlich sind mir Maßnahmen nach Weihnachten zu spät. Das will ich jetzt auch ganz deutlich sagen. Wir müssten heute schon damit beginnen, stärkere Maßnahmen zu ergreifen, um die Kontakte zu beschränken. Kontakte zu beschränken, auch an den Feiertagen. Wir haben jetzt die Chance, weil um Weihnachten rum sowieso viel geschlossen ist, viele Betriebe in die Ferien gehen, weil wir jetzt die Chance haben, diese Feiertage auch zu nutzen, unser öffentliches Leben ein bisschen runterzufahren, sollten wir diese Chance jetzt nutzen. Ansonsten werden wir, die Kanzlerin hat es in ihrer Rede angesprochen, wir haben jetzt schon wieder einen Anstieg von Infektionszahlen von 3.000. Die werden in 14 Tagen möglicherweise, man kann ja 14 Tage um Weihnachten weiterdenken, in den Krankenhäusern landen. Nicht alle, Gott sei Dank, weil der Verlauf nicht bei allen schwer ist. Aber es kann dazu führen. Und deshalb ist mir fast zu spät, dass die Länder erst nach Weihnachten mit ihren Maßnahmen beginnen. Ich bin sehr stark bei denen, die sagen, wir müssen heute eigentlich schon damit beginnen. Und deshalb unterstützen Sie auch bitte alle, die jetzt draußen die Möglichkeit haben. Und ich bin auch bei den Menschen, bei den 80-90%, die quasi darum bitten, klare, strukturierte Maßnahmen zu generieren. Und ich will auch deutlich sagen, ich betrachte die Länderzusammenkünfte nicht als Hinterzimmermaßnahmen, sondern wir müssen lernen, dass die Länder in erster Linie zuständig sind für den Infektionsschutz in ihren eigenen Ländern und da die Verantwortung tragen. Aber sie müssen auch anerkennen, die Länder, dass der Mensch draußen sich bundeseinheitliche Maßnahmen wünscht, ob uns das gefällt oder nicht. Und daran haben wir alle zu arbeiten, daran müssen wir alle die Verantwortung tragen und vor allen Dingen alle dazu beitragen. Herzlichen Dank. Ja, was Bärbel Baas hier sagte, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, dass die Menschen sich bundeseinheitliche Maßnahmen wünschen. Wenn man im Moment schaut, da verschärfen die Bundesländer ja unterschiedlich die Corona-Auflagen. Beispielsweise, wenn wir auf Sachsen schauen, das ist das erste Bundesland, was zu einem harten Lockdown zurückkehrt. Ab Montag werden ja Schulen und Kindergärten Teile des Handels geschlossen. Nächste Rednerin, Anke Domscheit-Berg für die Linke. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen, in 20 Jahren Beschäftigung mit Digitalisierung habe ich mir schon das ein oder andere Mal Gedanken darüber gemacht, wie Deutschland im Nachteil ist durch unseren Rückstand in der Digitalisierung. Aber besonders Sorge hatte ich vor einem Stresstest, wie wir ihn gerade erleben, und das offensichtlich berechtigt. Der Rückstand der Digitalisierung im Gesundheitswesen, der tut wirklich weh.
10.000 Soldaten hängen im Moment an Telefonen in Gesundheitsämtern. 50% der Brandenburger Landkreise konnten von Samstag bis Dienstag keine Daten an das RKI melden, weil wahrscheinlich die Faxe verstopft waren. Das alles ist kein Ersatz für elektronische funktionierende Meldewege, die im Übrigen in der Umsetzung verschleppt wurden durch das Projekt IT-Konsolidierung des Bundes, das wahrscheinlich unbekannteste 2,5 Milliarden Euro-Projekt des Bundes. Das Controlling liegt seit einem Jahr im Bundeskanzleramt. Für die Pandemie kommt diese Chefsache allerdings zu spät. Auch bei digitaler Bildung ist der Bund nach wie vor zu langsam, zu bürokratisch und auch zu kurzsichtig. Ein Beispiel: der mobile Bildungstarif der Telekommunikationsanbieter, der armen Kindern auch einen Zugang zum Internet ermöglichen soll. Aber was nutzt uns das, wenn wir im Funkloch sitzen, wenn wir innerhalb der OECD bei 4G-Ausbau im ländlichen Raum immer noch auf dem vorletzten Platz sitzen? Und dann ist das Programm noch nicht einmal verknüpft mit Bedürftigkeit, sondern damit, ob die Kinder einen Corona-finanzierten, Corona-Programm-finanzierten Laptop erhalten haben. Was ist denn, wenn die woanders her ein Gerät bekommen haben? Dann bleiben die offline oder was? Und die Verteilung dieser Corona-Laptops nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer, das heißt am Ende, dass Kinder in Baden-Württemberg dreimal so viel Budget für ein Gerät zur Verfügung haben wie ein armes Kind aus Bremen. Das ist doch vollständiger Schwachsinn. Und da können wir als Linksfraktion nur feststellen, diese Bundesregierung, die kann soziale Gerechtigkeit einfach nicht. Frau Bundeskanzlerin, auch wenn Sie offensichtlich gerade das Weite gesucht haben, Ihre Appelle an die Bevölkerung, die schätze ich sehr. Aber wie soll man Homeoffice machen ohne Breitband? Auf dem IT-Gipfel haben Sie, Frau Merkel, dazu aufgerufen, die Bevölkerung auf dem Weg in die Gigabit-Gesellschaft nicht zu vergessen im Jahre 2012. Das ist 8 Jahre her, aber immer noch haben nur 22% der BrandenburgerInnen wirklich schnelles Internet. Das, was erfolgreich funktioniert, nämlich der kommunale Ausbau, wird durch Ihren Verkehrs- und digitale Infrastrukturminister aktiv behindert. Kommunen werden nach den Förderkriterien des Bundes dazu gezwungen, mit Fördergeldern ausgebauter Glasfasernetze zu verkaufen nach 10 Jahren. Das ist aktive Verhinderung eines gemeinwohlorientierten Glasfaserausbaus. Und dafür tragen Sie, Frau Merkel, die Verantwortung, dass dieser Versagerminister Andi Scheuer immer noch im Amt ist. Ziehen Sie endlich die Notbremse, setzen Sie diesen kritischen Job mit irgendjemandem, der davon Ahnung hat. Und im Übrigen bin ich der Auffassung, dass Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen nichts im Strafrecht verloren haben. Paragraph 219a gehört abgeschafft. Vielen Dank. Anke Domscheit-Berg war das für die Linke. Und Sie ahnen, sie ist die Obfrau der Linken im Ausschuss für digitale Agenda. Deswegen hat sie sich natürlich hier mit dem Breitbandausbau und auch mit der Digitalisierung der Schulen befasst. Das war auch gestern übrigens beim Einzelplan für Bildung und Forschung schon ein großes Thema. Anna Christmann hören wir jetzt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist die Sprecherin für Innovationspolitik. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Digitale Gesundheitsämter, Fehlanzeige, digitaler Unterricht. Dank des völlig unzureichenden Digitalpakts Schule ist da niemand darauf vorbereitet. Selbst an der Software für die Auszahlung der Novemberhilfen hakt es. Und selbst die positiven Corona-Schnelltests gehen noch nicht mal in die Corona-Warn-App ein. Das kann doch wirklich alles nicht Ihr Ernst sein. Auf das digitale Deutschland müssen wir weiter warten in einer Situation, in der wir es so dringend bräuchten wie nie zuvor. Wir müssen dringend raus aus der analogen Warteschleife. Und wir haben auch dazu Vorschläge gemacht, und zwar zum zweiten Mal schon. Ein Digitalbudget mit 500 Millionen Euro würde es viel flexibler machen, denn digitale Technologien orientieren sich selten an Haushaltsplänen. Wir müssen hier flexibler in der Umsetzung werden.
Dazu gehört auch eine Technologie-Taskforce, die wir fürs Kanzleramt vorschlagen, wo die guten Ideen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft aufgegriffen werden können. Denn im Hackathon zum Beispiel sind ja viele gute Ideen entstanden, auch für die Digitalisierung der Gesundheitsämter. Aber niemand hat sie an die Gesundheitsämter herangetragen. Das geht so nicht. Wir brauchen das Digitalbudget plus die Technologie-Taskforce. Das sind konkrete Schritte, die man jetzt umsetzen könnte, statt einer ewigen Debatte über ein Digitalministerium im Wolkenkuckucksheim. Und ich möchte aber auch noch eine positive Entwicklung sagen. Wir hatten den Digitalgipfel jetzt. Was jetzt mir aufgefallen ist, ist, dass wirklich mehr Frauen dort präsent waren. Und wir haben ja eine gemeinsame Initiative auch ergriffen in diesem Haus. Ich möchte mich bei allen Frauen aus 5 Fraktionen bedanken, die sich dafür einsetzen, dass wir mehr Frauen für die Digitalisierung gewinnen. Denn es ist bitter nötig. Wir sehen es. Wir brauchen alle Kräfte für die Digitalisierung. Deswegen werden wir mit unserer Initiative She Transforms IT da jetzt voranschreiten, alle Kräfte bündeln, und ich freue mich da auf die nächsten Schritte, denn wir brauchen offensichtlich eine neue Herangehensweise für die Umsetzung all der wichtigen digitalen Projekte. Anna Christmann war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, nächster Redner wird sein Marco Bülow. Er ist einer von mittlerweile insgesamt 6 fraktionslosen Abgeordneten, die ja Rederecht haben, wenn auch etwas eingeschränkt. Marco Bülow in diesem Fall 4 Minuten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es wird viel in der Debatte über wissenschaftliche Erkenntnisse geredet. Das ist gut so. Zu wenig wird darüber geredet, über die Zahlen und Fakten der Auswirkungen der Corona-Krise, vor allen Dingen, was das mit dem Vermögen, mit der Ungleichheit zu tun hat. Wir stellen fest, dass in diesem Corona-Jahr, in diesem Krisenjahr, die Zahl der Milliardäre in Deutschland angewachsen ist. Wir stellen fest, dass die Vermögen dieser Milliardäre in diesem Krisenjahr angewachsen ist. Und wir stellen fest, dass die Lasten vor allen Dingen von denen getragen wird, die weniger Vermögen haben. Und je weniger Vermögen sie haben, desto mehr müssen sie die Zeche für die Corona-Krise zahlen. Und genau das müssen wir angehen. Und genau deshalb ist die Forderung, die Vermögenden stärker zu belasten, richtig. Wir müssen, glaube ich, nicht nur über ein Existenzminimum sprechen, sondern mittlerweile über ein Existenzmaximum reden. Und wir müssen aber auch darüber reden, und das will ich jetzt tun, über die Verschwendung und Vergeudung, die wir in diesem Haushalt haben und die wir an anderer Stelle haben. Das Geld, was wir nämlich eigentlich dringend bräuchten. Da gibt es eine Blacklist, über die viel zu wenig geredet wird. Ich nenne mal ein paar Punkte dieser Blacklist. Erster Punkt. Es gibt eine EU-Richtlinie, Steuertricksereien zu unterbinden, die immer noch nicht von dieser Bundesregierung, von dieser GroKo umgesetzt wurde. Da könnte man 235 Millionen pro Jahr sparen, Geld, was wir bräuchten. Das wäre der erste Punkt. Es gibt immer noch, die Paradise Papers haben das offenbart, Steueroasen, wo Geld geparkt wird, was Deutschland besonders belastet. Da fehlen uns ungefähr 20 bis 28 Milliarden jährlich. Es gibt keine Haltung dazu, es gibt kein Vorgehen dazu von dieser Bundesregierung, auch in diesem Jahr der von Corona nicht. Drittens, Cum-Ex, der größte Steuerraub der deutschen Geschichte. 31,8 Milliarden sind uns da mindestens verloren gegangen. Viel zu spät gehandelt, mit vielen Schlupflöchern gehandelt. Man wartet so lange, bis die Steuersünder frei ausgehen oder man stundet ihnen das Geld. Auch das kann nicht wahr sein. Um die Gelder mal ins Verhältnis zu setzen, 30 Milliarden, was bedeutet das denn eigentlich? Für 30 Milliarden kann man 1 Million Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland einsetzen mit dem Normalgehalt. Man könnte sie besser bezahlen und man könnte die Krankenhäuser besser ausstatten. Genau das bräuchten wir in diesem Jahr und eben nicht Steuerraub und das nicht besonders gute Vorgehen dagegen. Wir hätten Punkt 4 auf der Blacklist. Wären die ganzen Milliarden, die während Corona wieder durch Lobbyinteressen verteilt worden sind, gerade an solche Firmen wie zum Beispiel Lufthansa oder andere, die erstens das Klima schädigen, zweitens keinen Zukunftsentwurf hatten und drittens vor der Krise schon gestrauchelt sind und dann auch noch ihre Steuern beispielsweise in Malta haben. Genau das Geld bräuchten wir an anderer Stelle. Auch das zur Blacklist. Und noch den 5. Punkt der Blacklist. Nehmen wir die 50 Milliarden jährlich,
die wir an klima- und gesundheitsschädlichen Subventionen bezahlen. Ich will nur einen Punkt daraus nehmen, der noch mal zeigt, wie absurd diese Politik ist, diese Gelder noch zu bezahlen. Das ist das Dienstwagenprivileg. 3,2 bis 5,6 Milliarden geben wir dafür aus. Wofür geben wir das aus? Je größer der Wagen ist, desto zerstörerischer dieser Wagen ist, desto mehr Steuern pumpen wir rein, Steuergelder, um diese Menschen zu entlasten, die sich einen Porsche Cayenne oder sonst was als Dienstwagen anschaffen. Das kann es doch nicht sein. Das müsste man beschränken. Das heißt, die Krankenschwester, die Busfahrerin zahlen sozusagen Steuern und arbeiten dafür, dass sich einer einen Porsche Cayenne als Dienstwagen anschafft. Das kann nicht wahr sein. Das müssen wir unterbinden. Und das gehört eben zu weit und zu dieser Diskussion auch dazu. Die Blacklist ist viel länger als meine Redezeit. Deswegen schließe ich hier und sage, wir leben in einer Lobbyrepublik, auch im Corona-Jahr. Das müssten wir dringend verändern. Wir haben eine Umverteilung von unten nach oben und nicht andersrum, was wir eigentlich bräuchten. Und das ist, finde ich, wenn der noch sagt, das ist seriöse Politik, dann sage ich, die Spaßparteien sitzen in der GroKo. Vielen Dank und Mahlzeit. Marco Bülow war das, der hier als fraktionsloser Abgeordneter im Bundestag sitzt. Das Wort hat Patricia. Jetzt hören wir als nächste Rednerin Patricia Lips für die Unionsfraktion. Sie ist Mitglied im Haushaltsausschuss. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, Haushaltsberatungen sind oft begleitet von Leidenschaft und Temperament. In diesem ganz besonderen Jahr auch ergänzt um den Begriff der Sorge. Auf der einen Seite die Sorge um die Spielräume künftiger Generationen in unserem Land aufgrund der hohen Summen, mit denen wir uns derzeit verschulden. Umso wichtiger ist es am Ende auch wieder den Schuldenpfad zu verlassen. Auf der anderen Seite ist die Verschuldung begründet in der Sorge um die Gesundheit der Menschen in diesem Land und der Menschen, die sich darum bemühen, um das Aufrechterhalten unserer Wirtschaft als Basis für vieles andere und mittendrin begründet in der Sorge auch um die Bewahrung unseres kulturellen Miteinanders. Ich betone ausdrücklich mittendrin. Kolleginnen und Kollegen, es wird zurzeit und zu Recht viel vom Zusammenhalt in der Gesellschaft gesprochen. Dies gilt in diesen Zeiten umso mehr, aber natürlich auch davor und danach außerhalb von Corona. Kultur ist dabei ein elementarer Baustein und weit mehr als eine reine Freizeitgestaltung. Musik, Theater, Film, Kino, die Literatur, unsere Museen, große wie kleine Erinnerungsorte und Gedenkstätten und nicht zuletzt unser großes bauliches Erbe. Kultur zeigt sich in vielen Facetten und wann immer wir den Begriff Infrastruktur verwenden, sie gehört elementar dazu. Aber sie lebt natürlich mehr als viele andere Bereiche unseres Lebens gerade davon, dass Menschen zusammenkommen, um sie gemeinsam zu gestalten oder gemeinsam zu erleben. Davon ist das meiste bereits seit März stark eingeschränkt, in Teilen ganz. Viele Einrichtungen haben dennoch investiert. Sie haben die Zeit genutzt. Manche innovative Idee ist entstanden, die oft auch für die Zukunft ganz neue Wege aufzeigt. Und natürlich braucht es eine Basis, dass auch diese Menschen und diese Einrichtungen über die Zeit hinaus unser Leben bereichern. Hierfür wurde Mitte des Jahres mit dem Programm Neustart Kultur eine milliardenschwere Basis gelegt. Über 600 Millionen Euro sind in diesem Programm bereits für kulturelle Hilfsprojekte belegt. Über die außerordentliche Wirtschaftshilfe und weitere Angebote kommen aktuell Hilfen hinzu, die wesentlich passgenauer als bisher auch den persönlichen Situationen entgegenkommen. Und Kolleginnen und Kollegen, die vor uns liegende Zeit wird natürlich zeigen, inwieweit und wo weitere Maßnahmen erforderlich werden.
Frau Abgeordnete, mit zahlreichen, eine Zwischenfrage? Nein, ich möchte gerne weitermachen. Mit zahlreichen Projekten für den Kulturetat 2021 haben wir im Rahmen der Beratung weiteren Schub vorgesehen. Von der Sanierung des Festspielhauses in Bayreuth über die Ausgestaltung des Literaturarchivs in Marbach, vom Wormser Dom bis zu den Schlossberghöhlen in Homburg, von dringenden Sanierungen bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hier in Berlin bis zum Ledermuseum in Offenbach, vom Marinedenkmal in Schleswig-Holstein zum Herrenhaus in Komarow, von der Schlosskapelle in Dresden bis zum Museumsdorf in Kloppenburg, um nur ganz wenige bauliche Projekte zu nennen, die der Bund künftig anteilig in ihrer Substanz mit erhalten will. Die Maßnahmen sind zuvörderst investiv, das stimmt. Doch dürfen wir auch hier die vielen engagierten Menschen nicht vergessen, die mit ihrer Arbeit und zumeist viel Herzblut Einrichtungen wie diese erst mit Leben erfüllen. Gleiches gilt natürlich für die Musik- und Kreativwirtschaft. Aber auch kritische Auseinandersetzungen mit Themen wie Kolonialismus erhalten zusätzliche Projektmittel. Die Förderung von Einrichtungen rund um die Themen Flucht und Vertreibung waren uns schon immer ein besonderes Anliegen. Hinzu kommen weitere wichtige Orte der Erinnerung und des Gedenkens. Kolleginnen und Kollegen, noch nie gab es so viel Kultur des Bundes wie heute. Sie unterstützt Projekte auch ganz unmittelbar vor Ort. Die eigentliche Kulturhoheit liegt jedoch auch in der Verantwortung der Länder. Das gehört zur Wahrheit dazu. Am Ende muss damit jeder seiner eigenen Verantwortung gerecht werden. Denn nur so, gemeinsam, kann es gelingen, einen echten Mehrwert für unser Land zu schaffen. Kolleginnen und Kollegen, ich bin der festen Überzeugung, dass wir einmal mehr ein gutes Paket auf den Weg gebracht haben. Große nationale Leuchttürme gehen Hand in Hand mit unzähligen Maßnahmen, die weit in den ländlichen Raum hinein strahlen, wo auch die Ehrenamtlichkeit sitzt, ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit. Danken möchte ich zum Abschluss den Mitberichterstattern zu diesem Einzelplan und natürlich Staatsministerin Monika Grütters mit ihrem ganzen Team für die vergangenen Wochen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, nämlich rein formal ist der Anlass der Generaldebatte ja immer noch der Etat der Bundeskanzlerin, der Einzelplan 04, Bundeskanzlerin, Bundeskanzleramt. Und ein ganz großer Teil dieses Etats, ja, nämlich über die Hälfte, geht mit 2 Milliarden Euro auf für Kultur und Medien verwendet. Wenn Ihre Kultureinrichtungen stillgelegt werden, trotz vorbildlicher Umsetzung aller Hygienemaßnahmen, trotz vorbildlicher Einführung von virustötenden Belüftungsanlagen, mobilen Belüftungsanlagen, die alles dafür getan haben und die jetzt stillgelegt werden und deren Personal, die Sie gerade mit viel Timbre in der Stimme und warmen Worten gelobt haben, möglicherweise das Ende dieses Jahres oder zumindest ihres Geschäftsjahres gar nicht mehr in dieser Existenz erleben können. Hätten Sie nicht über Jahre und Jahrzehnte die Gesundheitsämter um zigtausende von Stellen heruntergekürzt, sodass die Gesundheitsämter in den einzelnen Kultureinrichtungen, Theatern, Konzerthallen hätten prüfen können, die können bestehen bleiben, die erfüllen die Auflagen nicht. Das wäre differenzierter Umgang gewesen. Sie haben dogmatisch und flächendeckend die Kultur stillgelegt und Alarmstufe Rot wird das, was Sie hier gesagt haben, nur als warme Sonntagsrede und Verhöhnung Ihrer Arbeit empfinden. Dieter Dehm für Die Linke war es. Frau Lips, möchten Sie antworten? Ja. Ja, sehr geehrter Kollege, lassen Sie mich zunächst einmal eins sagen. So weit wie Kultur heute gestrahlt ist in dieses Land hinein, so groß, und das habe ich auch ausgeführt, ist die Verantwortung der unterschiedlichen Ebenen für Kultur vor Ort. Der Bund leistet seine Aufgabe, die Länder müssen ihre Aufgaben leisten, aber die anderen Ebenen ganz genauso. Bitte laden Sie nicht alles, auch in der Sichtbarkeit, immer wieder bei uns ab. Und ich bin dankbar, dass es in diesem Land auch so geschieht. Das Zweite ist, wir wissen natürlich um die Betroffenheit. Entschuldigung, ich bin selber Leiterin eines kleinen ehrenamtlichen Museums.
und bin selber auch Vereinsvorsitzende. Ich bin unmittelbar auch in einer gewissen Art davon betroffen, wenn auch nicht existenziell. Das gestehe ich Ihnen gerne zu. Aber genau deshalb, und das habe ich auch gesagt, haben wir sehr viel Geld in die Hand genommen, gerade im Kulturbereich. Der Kulturbereich hat einen Gesamtetat von 2,1 Milliarden. Dieses Projekt, was von Monika Grütters im Sommer auf den Weg gebracht wurde, umfasst 1 Milliarde. Setzen Sie das mal in die Relation, was in die Hand genommen wurde. Hinzu kommen diese wirtschaftlichen Hilfen auch für die Solo-Selbstständigen, die wir jetzt über die November- und Dezemberhilfen mit auf den Weg gebracht haben. Und man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass es auch an dieser Stelle noch weitergeht. Also bitte, es gibt auch weitere Branchen außerhalb, die mit Sicherheit betroffen sind, in ähnlicher Form wie auch die Kulturschaffenden. Aber ich lasse es uns nicht nehmen, dass wir sie im Blick haben und wir sie mitten reingesetzt haben, auch in unserer Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Also erstmals übersteigt der Kulturetat 2 Milliarden Euro im nächsten Jahr. Der nächste Redner ist Martin Renner für die AfD. Er ist der Sprecher für Kultur und Medien der Fraktion. So, hochverehrtes Präsidium, Great Reset, schönes Wort. Wenn wir so etwas bräuchten, dann bestimmt hier im Etat der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Diese häufig unfähig und irrational handelnde Bundesregierung wird seit Jahren maßgeblich dadurch gestützt, dass sie sich den gesamten Kultur- und Medienbereich politisch dienstbar gemacht hat. Die demokratisch notwendige Staatsferne der Medien, ganz großes Fragezeichen. Diese Regierung gibt sich alle Mühe, die Medien politisch gewogen zu halten und zu instrumentalisieren. Auch durch umfängliche Alimentierung derselben. Natürlich mit Steuermitteln. Ich erinnere hier nur an die 220 Millionen Förderung für Printmedien zur sogenannten digitalen Ertüchtigung. Aber das gehört ja eigentlich gar nicht in dieses Ressort, sondern in das Wirtschaftsressort. Wie gesagt, man scheut ja keine Mühe und auch nicht die Mühe der Vernebelung und der Verdeckung. Zur Rechtfertigung und zur Verschleierung dieses Vorgangs benutzt man dann konstant das Märchen von der angeblichen Qualität und der scheinbaren Kompetenz der sich selbst so nennenden Haltungsjournalisten. Sie stilisieren diese Haltungsjournalisten des medialen Komplexes dann auch noch zu Garanten unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung hoch. Ihr jetzt erfolgreich installiertes Sonderrechtsregime im Covid-19-Chaos und die unverhältnismäßigen Maßnahmen und die Berichterstattung darüber sind der Beweis. Die alternativen Medien, also die nicht zu dienstbeflissenen Lobhudlern der politischen Macht gemachten Medien, werden regierungsseitig ignoriert. Ich könnte Ihnen jetzt eine Reihe von alternativen Medien nennen. Journalisten, die kritisch hinterfragen und zweifelnde Stimmen zu Wort kommen lassen und das regierungsgenehme Framing der etablierten Medien durchbrechen. Dass sich die etablierten Medien mehrheitlich längst im grün-rot-linken ökosozialistischen Spektrum heimisch fühlen, wissen wir nicht erst seit der jüngsten Umfrage unter ARD-Volontären. Sie verzeihen mir jetzt, dass ich volontär nicht gegendert habe. Ich habe einfach Schwierigkeiten damit. Wirklichkeitsnahe Berichterstattung wird durch linke Haltung ersetzt. Wahr und objektiv kann nur sein und darf nur sein, was politisch erwünscht ist und damit der Regierung dienstfertig hilft, die Bürger zu lenken. Nicht nur die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Binnenpluralität der öffentlich-rechtlichen Medien und auch der anderen Medien geht hier immer mehr verloren. Und genau das, meine Damen und Herren, geht an die Substanz und an den Kern unserer freiheitlichen Demokratie. Ich frage Sie, sind diese Medien nun der Wegweiser in die neue Normalität? In die große Transformation, so wie so manch einer begeistert dem entgegenlauert?
Doch, ich bin sicher, Ihr herbeigewünschter Great Reset wird knallig in die Hose gehen. Und ich bin auch sicher, Ihr Ende ist nahe. Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Pax vobiscum, Friede sei mit euch. Martin Renner war das für die AfD-Fraktion. Er ist der Sprecher für Kultur und Medien. Jetzt hören wir als Nächste wieder ein Mitglied aus dem Haushaltsausschuss, weil, ich sagte es ja schon, natürlich liegt dieser Debatte auch ein Einzelplan zugrunde. 3,65 Milliarden Euro, nicht nur für Kultur, sondern beispielsweise auch der Etat des Bundesnachrichtendienstes speist sich aus dem Einzelplan 04. Sehr geehrte, liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zurück zur Sache. Die Rennersche Märchenstunde ist vorbei. Wir haben in dieser Woche schon viel über Investitionen, viel über Neuverschuldung und viel über die Wege aus der Krise gesprochen. Und ich finde, wir haben an den richtigen Stellen Geld in die Hand genommen, um dafür zu sorgen, dass wir hier in Deutschland schnell wieder auf die Beine kommen. Ein Punkt allerdings ist bislang in dieser Debatte noch so gut wie gar nicht angesprochen worden. Dabei ist er auch und eigentlich vor allem in der Krise so wichtig. Das ist die internationale Solidarität. Wir in Deutschland stehen in der Pandemie im Vergleich zu den wirklich allermeisten anderen Staaten relativ gut da. Das ist uns allen bekannt. Ebenfalls bekannt ist aber auch, dass der Vergleich allein das Ende des Glücks ist. Verantwortung zeigen innerhalb von Europa und weltweit. Das ist der nächste zwingend wichtige Schritt. Und genau das tun wir mit diesem Haushalt. Obwohl wir zum ersten Mal, seitdem ich im Haushaltsausschuss bin, und dann gleich in erheblichem Umfang Schulden machen, eine Menge Geld, 180 Milliarden Euro. Aber notwendig für unsere Gesundheit und notwendig für unsere Wirtschaft. Aber statt nun kleingeistig nur vor der eigenen Haustür zu kehren, wissen wir um unsere globale Verantwortung. Ohne internationale Gesundheitsstärkung, ohne internationale Wirtschaftsstärkung ist alles nichts auf der Welt. Über kurz oder lang kämen wir eine extreme Schieflage. Es würde alles den Bach runtergehen. Schon oft genug gesagt, aber wahrscheinlich nicht oft genug, ein Virus wie der Coronavirus, wie überhaupt alle ansteckenden Krankheiten, machen an Grenzen nicht Halt. Und deshalb darf unsere Verantwortung auch an der Grenze nicht Halt machen. Weil wir das wissen, übernehmen wir schon eine Menge Verantwortung. Ich habe es schon gesagt, wir haben Masken und Beatmungsgeräte gespendet, wir haben die Impfstoffentwicklung vorangetrieben und wir haben in einem unserer schwersten Jahre die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit noch einmal erhöht. Darüber reden wir heute Nachmittag. Ich freue mich schon auf die Debatte und ich hoffe, dass wieder viele zahlreich dabei sein werden. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir uns doch nichts vor. Unser Wohlstand basiert auf der Ausbeutung von Menschen am anderen Ende der Welt. Und das Schlimme dabei ist, dass wir alle es wissen und es akzeptieren. Und das muss aufhören. Wer, wenn nicht wir als Wirtschaftsgroßmacht, kann hier den ersten Schritt gehen und dafür sorgen, dass alle Produkte, die in Deutschland gekauft werden, auch den arbeitsrechtlichen Standards entsprechen, die wir in unserem Land ansetzen. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an Hubertus Heil und an alle hier im Haus, die dafür gesorgt haben, dass wir die Fleischindustrie in Deutschland reguliert, und zwar gut reguliert haben. Aber wir können da nicht aufhören. Wie kann es sein, dass wir, um wenig Cent zu sparen, das Risiko in Kauf nehmen, dass Menschen bei der Produktion unserer Schuhe und unserer Kleider ihr Leben verlieren können, weil die einfachsten Brandschutzstandards nicht eingehalten werden. Und, meine Damen und Herren, wie können wir es akzeptieren, dass Kinder in Nigeria und im Kongo in Eimern, in Minen heruntergelassen werden, sich da unten vergiften, damit wir alle 24 Monate ein neues Handy in der Hand halten können? Das geht so nicht. Wir können es nicht rechtfertigen, dass die Regenwälder abgeholzt werden, damit wir am Ende der Nahrungskette abends ein Abendessen haben, was
billig ist, aber eben auf Kosten der Natur entstanden ist, weil Soja und billiges Palmöl hier nach Deutschland importiert werden und dafür die Regenwälder eben abgeholzt werden. Wir müssen endlich Verantwortung übernehmen für die Produkte, die hier in unseren Regalen stehen, und zwar für die komplette Lieferkette. Und wenn es jetzt heißt, wir brauchen eine europäische Lösung, dann ist das nur ein Feigenblatt, denn wir können diese Entscheidung nicht auf die lange Bank schieben. Leider sind nun die Minister nicht mehr hier. Ich weiß von Minister Heil und ich weiß von Minister Müller, dass sie da wirklich mit Werf dran arbeiten. Wir müssen aber bei Minister Altmaier wirklich noch nachhelfen. Ich habe vorhin den Kollegen Brühe gesehen, jetzt ist er nicht mehr da. Der Kollege Dobrindt sitzt noch hier. Sie haben sich doch auch schon dafür eingesetzt. Setzen Sie sich dafür ein, dass das Lieferkettengesetz noch in dieser Legislaturperiode kommt. Das ist der große Wunsch der SPD-Bundestagsfraktion. Wir haben nicht mehr viel Zeit und das steht bei uns auf Rang 1 auf der Liste der noch zu tunenden Dinge in dieser doch bislang erfolgreichen und trotz der Frau Krise sehr erfolgreichen Legislaturperiode. Herr Hilse zu Wort kommen zu lassen, zu einer Zwischenfrage? Wer? Herr Hilse von der AfD. Nee, habe ich nicht mehr. Tut mir leid, meine Zeit ist vorbei. Herzlichen Dank. Dann nicht. Und das Wort hat sofort die Abgeordnete. Ja, Carsten Hilse von der AfD-Fraktion ist hier erstmal nicht zu Wort gekommen. Und Dagmar Ziegler, die Bundestagsvizepräsidentin, ruft die nächste Rednerin in der Debatte auf. Nadine Schön wird es sein, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit 3,5 Stunden diskutieren wir intensiv darüber, wie wir als Land die Krise bewältigen. Und das ist auch gut und richtig, denn das Parlament ist der Ort der kontroversen Debatte. Und wir sind ja die Seismografen in unsere Wahlkreise. Wir bekommen mit, was funktioniert, was nicht funktioniert, was die Menschen denken, fühlen und erwarten. Und deshalb ist es gut, dass wir hier im Parlament die Grundlagen legen für die Maßnahmen der Regierungen in Bund und Ländern und auch kontrovers diskutieren. Und ich finde, gerade in der Krise hat sich unser parlamentarisches System, unsere parlamentarische Demokratie bewährt. Krisenzeiten sind aber auch Zeiten der Veränderung. Und wir müssen sie als solche begreifen und nutzen, denn auch Churchill sagte schon, never waste a good crisis. In der Krise sehen wir wie unter einem Brennglas, wo es hakt, was nicht gut funktioniert, wo wir Veränderungsbedarf haben. Und wir sehen auch in der Krise Neues, Überraschendes. Und Dinge, die funktionieren, die vielleicht in normalen Zeiten gar keine Chance gehabt hätten. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir nutzen für die Zukunft. Ich will ein paar Punkte herausgreifen, bei denen ich finde, dass wir sie groß machen müssen in den nächsten Jahren. Da ist zum einen das Stichwort Open Social Innovation. In der Krise haben wir gelernt, die besten Lösungen entstehen nicht unbedingt in den Behörden, in den politischen Hinterzimmern. Die besten Lösungen entstehen an der Schnittstelle von Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Und was die beste Lösung ist, sieht man erst, wenn man mehrere Lösungen parallel entwickelt, wenn man testet, nachbessert, verwirft, optimiert. Und diese neue Methode haben 23.000 Menschen in 1.500 Projekten zu Beginn dieser Corona-Krise gemacht. Im Hackathon Wir versus Virus. Herausgekommen sind etliche funktionierende Lösungen. Sei es Wir bleiben liqui, wo Unternehmen das richtige Hilfsprogramm finden können, oder Carano, was Gesundheitsämter unterstützt bei der Betreuung von Infizierten, oder die Angebote in der Corona School, die individuelle Lernunterstützung bieten. Pragmatische Lösungen, die ganz schnell entwickelt worden sind aus der Vielzahl von Innovationen und Ideen, und die funktionieren. Und liebe Frau Christmann, wenn Sie sagen, das ist jetzt Aufgabe der Bundesregierung, das in die Fläche zu bringen, dann sage ich nein, auch Sie sind in 16 Landesregierungen vertreten, auch Sie sitzen in etlichen Rathäusern dieses Landes. Gehen wir doch auf die kommunalen Vertreter zu, auf diejenigen, die vor Ort sind. Alle
können diese neu entwickelten Lösungen nutzen. Das löst Probleme, das macht die Prozesse schneller und besser. Das ist nicht immer nur die Bundesregierung, die dafür verantwortlich ist. Diese neue Form des modernen Regierens kann überall Entfaltung finden. Mit unserem Hackathon haben wir die Grundlage geschaffen. Und ich wünsche mir, dass wir das gemeinsam über alle föderalen Ebenen hinweg auch in Zukunft anwenden. Und ausgehend von diesem neuen, wunderbaren Ansatz müssen wir auch weiterdenken. Wie bringen wir Innovation in Verwaltung? Das muss das Thema der nächsten Jahre sein. Und auch hier muss ich noch mal die Kollegin Christmann ansprechen. Sie fordern eine Technologie-Taskforce. Ich kann Ihnen sagen, schauen Sie in den Haushalt. In den Haushaltsberatungen haben wir genau das beschlossen. Im Innenministerium finden Sie einen neuen Ansatz mit 6,5 Millionen Euro, wo wir eine Innovations- und Transformationseinheit schaffen werden für die Verwaltung der Zukunft, wo neue Methoden getestet werden können, wo neue Methoden angewandt werden können, wo Innovation aus der Zivilgesellschaft, aus Start-ups von innovativen Menschen in die Verwaltung hereinfließt. Das ist wirklich der Game-Changer auch für die Verwaltung der Zukunft. Das, was Sie fordern, haben wir schon umgesetzt. Lassen Sie uns das in den nächsten Jahren mit Leben erfüllen. Und auch in dem Haushalt, den wir gerade beraten, nämlich im Haushalt des Bundeskanzleramts, findet man eine Innovation. Und ich danke ganz herzlich Patricia Lips, die uns unterstützt hat, das dort reinzuformulieren. Wir werden im nächsten Jahr uns genau anschauen, wie kann man Forecasting besser betreiben? Wie kann man es schaffen, innovative Entwicklungen, neue Geschäftsmodelle, neue Technologien früher in unser politisches System früher in unsere Regulierung zu integrieren, damit wir innovationsoffen regulieren, damit wir so regulieren, dass neue Entwicklungen eine Chance haben, damit sie groß werden in unserem Land und nicht behindert werden von Gesetzen und Vorschriften, die wir heute haben. Das ist die Aufgabe der, wir nennen es Zukunftslobby, Sie können dem auch einen anderen Namen geben. Wir haben Geld dafür eingestellt, dass wir die Basis für dieses neue Regieren entwickeln können. Auch das finden Sie in diesem Haushalt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, wir können ganz schön stolz sein. Wir können stolz sein darauf, dass der erste Test in Deutschland entwickelt worden ist. Wir können stolz sein darauf, dass der erste Impfstoff in Deutschland entwickelt worden ist. Wir können stolz darauf sein, dass die am besten funktionierende Corona-Warn-App der Welt in Deutschland entwickelt wurde und hier zum Einsatz kommt. Das ist ein gutes Zeichen für unseren Innovationsstandort Deutschland. Und was wir tun müssen, um unsere Innovationskraft auch in nächster Zeit zu stärken, auch dafür finden Sie in diesem Haushalt die richtigen Ansatzpunkte. Ich sage nur 10 Milliarden Euro für den Zukunftsfonds. Wir haben, wie lange beschweren wir uns denn darüber, dass wir zu wenig Wachstumskapital haben in unserem Land? Wie lange beschweren wir uns darüber, dass die institutionellen Anleger nicht investieren in Risikokapital, dass wir Deep Tech nicht finanzieren können, dass die größeren Finanzierungsrunden für unsere innovativen Ideen, für die Startups in Deutschland nicht möglich sind? In diesem Haushalt finden Sie endlich die Antwort. 10 Milliarden Euro, die wir zur Verfügung stellen, die gehebelt werden mit privatem Kapital, auf eine Summe von 20, 30 Milliarden Euro. Das ist das Sechsfache von dem, was Frankreich in diesem Bereich macht. Und hier setzen wir ein klares Zeichen in Richtung Zukunft. Wir geben guten Ideen eine Chance. Wir wollen, dass Startups in Deutschland groß werden können, dass wir die nächsten großen digitalen Unternehmen auch in unserem Land sehen, in Deutschland, in Europa. Und die 10 Milliarden, die wir mit diesem Haushalt endlich auf den Weg bringen, nach jahrzehntelanger Diskussion, ist das richtige Zeichen in Richtung Zukunft. Und deshalb kann ich nur sagen, nutzen wir die Krise. Nutzen wir die Krise als Chance, um Strukturen aufzubrechen, Strukturen zu ändern, um nach vorne zu gehen, unser Land zu modernisieren und den vielen innovativen Menschen in unserem Land mit den vielen Ideen, sei es in den Unternehmen, sei es in den Startups, sei es in der Zivilgesellschaft, eine Chance zu geben, groß zu werden, zu wachsen, in den Einsatz zu kommen. So stelle ich mir das Deutschland der Zukunft vor. Nutzen wir die Krise als Chance. Das ist doch mal ein positiver Aspekt, den Nadine Schön hier in diese Debatte hineinbringt. Und jetzt hören wir den nächsten Redner. Das wird sein Uwe Schulz für die AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in Sachen Digitalisierung stehen Ministerien und Behörden seit Jahren mit beiden Füßen auf der Bremse. Beispielhaft dafür sind auch die in unsere Büros gelieferten umweltfeindlichen analogen Papierberge bedruckt mit dem Haushaltsentwurf. Es fehlt insgesamt am Mut zur reinen digitalen Lösung. Aber das wissen wir ja eh. Deutschland rangiert bei digitalen Themen eher auf dem Niveau eines Entwicklungslandes. Und die Verursacher sind Sie, meine Herrschaften auf der Regierungsbank, die nicht sehr reichlich, aber jetzt wieder mit der Kanzlerin besetzt ist. Sie sind keine guten Vorbilder für die Digitalisierung. Dabei könnte es doch viel besser sein. In den Ausschüssen wird derzeit das Registermodernisierungsgesetz diskutiert. Ideal umgesetzt kämen damit die Bürger in den Genuss einer modernen, effizienten und vor allem einer bürgerfreundlichen Verwaltung. Aber nicht mit dieser Bundesregierung. Dilettantisch legten Sie einen Gesetzentwurf vor, der nach Ansicht aller Experten verfassungswidrig ist, weil er faktisch den gläsernen Bürger erschafft. Und obwohl Ihnen bewusst ist, dass das Gesetz vom Bundesverfassungsgericht kassiert werden wird, peitschen Sie es durch und riskieren wieder jahrelang Verzögerungen. Oder nehmen wir das IT-Sicherheitsgesetz. Eine Kernfrage darin ist, dürfen Hersteller aus China unser 5G-Netz ausstatten? Und auch seit mehr als 2 Jahren drückt sich hier die Bundesregierung um eine Antwort darum, obwohl die deutschen Sicherheitsbehörden eindringlich warnen. Und auch mit dem aktuellen Entwurf, der gerade durch das Kabinett wandert, wird es wohl wieder keine Rechtssicherheit für die Netzbetreiber in Deutschland geben. Und wenn Sie dann mal so richtig digitalisieren wollen, dann versagen Sie. Ihre Corona-Warn-App ist ein Flop, ein unbrauchbares Werkzeug mit nicht nachvollziehbarer Datenverwendung, aber mit immensen Kosten. Und der absolute Offenbarungseid, meine Damen und Herren, der absolute Kracher, den sehen wir derzeit. Sie haben den Mund wieder mal viel zu voll genommen. Schnell und unbürokratisch sollten Corona-Hilfen für Gewerbetreibende fließen. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Das Geld kommt später, denn die Software ist noch nicht mal fertig. Meine Damen und Herren, der finanzielle Ruin zahlloser Unternehmen ist nicht die Schuld des Virus, sondern ist auf ihr persönliches Versagen zurückzuführen. Finanz- und Politeliten und die um sie herum wabernden NGOs reden derzeit vom Great Reset, was immer damit auch gemeint ist. Für unzählige Gewerbetreibende und Unternehmen wird es hingegen keinen Neuanfang geben, weder einen kleinen, noch einen großen, noch einen großartigen, denn sie sind gerade dabei, Hunderttausende und Millionen Existenzen endgültig zu vernichten und Wirtschaft und Gesellschaft umzukrempeln. Ja, meine Damen und Herren, Deutschland braucht tatsächlich einen Neustart mit einer neuen Regierung, mit einer Regierung, die sich unserem Heimatland verpflichtet fühlt. Vielen Dank. Uwe Schulz war das für die AfD-Fraktion. Die Haushaltspolitiker, 44 an der Zahl, die im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages sitzen, das ist der größte übrigens des Bundestages. Die Haushaltspolitiker haben natürlich sehr viel zu tun, nicht nur vor dieser Haushaltswoche, sondern auch während der Haushaltswoche. Und den Chefhaushälter, muss man sagen, der SPD-Fraktion in diesem Fall, Dennis Rohde, hören wir jetzt als nächsten Sprecher. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss dieser Generaldebatte diskutieren wir ja auch immer über den Kanzleramtshaushalt im engeren Sinne. Und wir diskutieren auch über die Bereiche Kultur. Und ich glaube, dass gerade diese Debatte zu diesem Bereich in der jetzigen Zeit umso wichtiger ist. Denn wir alle wissen ja von Debatten auf allen politischen Ebenen, dass, wenn es darum geht, am Ende zu gucken, wo kann ich eigentlich am ehesten einsparen, immer viele schnell auf diesen Bereich kommen, den sie dann so als freiwillige Aufgabe titulieren und dann dort den Rotstift ansetzen möchten. Ich will ausdrücklich sagen, ich glaube, das wäre ein großer Fehler. Es würde einen Teil der Seele unseres Landes rausschneiden, denn Kulturschaffende sind doch mehr für unser Land. Kultur ist demokratiestärkend, ist zivilgesellschaftsstärkend. Und ich glaube, wir haben auch heute immer wieder erlebt, dass wir gerade in der Zeit das brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen sind wir in der Debatte, auch in der Bereinigungssitzung, diesem Narrativ nicht verfallen. Und wir fördern die Kultur in diesem Land wieder in ihrer vollen Bandbreite, vom Festspielhaus in Bayreuth bis hin zum kleinen Museum in Bückeburg, vom Fürst-Pückler-Park in Branitz über das Kino International in Berlin bis hin zum Museumshafen in Karolinsiel, vom Zuschuss für das Ruhrfestival bis hin
zu einem Projekt, wo in der Gedenkstätte Bergen-Belsen das Leid von Jesiden im Genozid im letzten Jahrzehnt aufgearbeitet werden. Wir decken die gesamte Bandbreite der Kultur ab. Und ich will ausdrücklich sagen, dass ich das richtig finde. Und wir tun das in sehr großer Geschlossenheit. Und ich finde, das kann man an dieser Stelle auch mal betonen. Ganz viel von dem, was wir in der Bereinigungssitzung beschlossen haben, haben wir in großer Mehrheit beschlossen. Und ich möchte mich deswegen nicht nur bei Patricia Lips als Koalitionsmitberichterstatterin bedanken, sondern ausdrücklich auch bei den Berichterstattern der Opposition, bei Otto Fricke, bei Anja Heidung und bei Gesine Lötsch. Wir haben ganz viel gemeinsam auf den Weg gebracht. Ich finde, das ist auch ein Ausdruck, worum es in dieser Debatte geht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und gerade weil wir in dieser Debatte über Fraktionsgrenzen hinweg so eine Geschlossenheit haben, eben gerade weil wir immer deutlich gemacht haben, wie wichtig uns dieser Bereich ist, habe ich mich gestern umso mehr geärgert. Geärgert darüber, dass ich aus einem DPA-Interview entnehmen musste, dass man zur Kulturmilliarde, Frau Grütters, jetzt noch eine zweite Milliarde braucht. Wir haben viel darüber diskutiert, wir haben oft darüber diskutiert, stundenlang im Ausschuss. Und ich hätte es als einen guten Stil empfunden und als kollegial, wenn Sie das in diesen Debatten angemerkt hätten und wir es nicht als Parlamentarier aus der Presse erfahren hätten. Ich will aber, wenn wir über Kultur hier diskutieren, noch einen weiteren Punkt ansprechen. Wir diskutieren über Kultur ja nicht nur im Einzelplan 4, sondern auch im Einzelplan des Arbeitsministers, wo wir zwei sehr wichtige Dinge auch als Botschaft an die Kulturschaffenden haben. Das erste ist, die Beitragsstabilität gilt auch für die Künstlersozialkasse. Wir haben in der Bereinigungssitzung noch mal den Steuerzuschuss deutlich erhöht, damit die Künstlerinnen und Künstler, damit die Kulturschaffenden in diesem Land nicht in dieser Krise, die sie ja ganz massiv bedroht, auch noch eine Beitragssatzerhöhung hinnehmen müssen. Ich finde, das ist ein wichtiges Signal. Und das Zweite, jeder, der sich intensiv mit der Kulturszene auseinandersetzt, der Gespräche führt, zum Beispiel auch mit Schauspielerinnen und Schauspielern an Theatern, der weiß, wie unterschiedlich die Lebenswelten sind derjenigen, die dort arbeiten, wie unterschiedlich aber auch die Arbeitsbedingungen sind, auf die die treffen. Und leider müssen wir konstatieren, dass ganz oft gerade die, die mit ganzer Leidenschaft ihren Beruf ausüben, in prekärer Beschäftigung arbeiten. Und jetzt gibt es nicht die eine Lösung, um denen ein vernünftiges soziales Netz zu bauen, weil eben die Lebens- und Arbeitswirklichkeiten so unterschiedlich sind. Und deshalb haben wir im Haushalt des Bundesarbeitsministers ein Projekt implementiert, um aufzuarbeiten, in was für Arbeitsverhältnissen befinden sich die Kulturschaffenden eigentlich und wie kann man denen auch als Reaktion auf diese Krise, die sie ganz besonders betroffen hat, ein vernünftig wirksames soziales Netz aufbauen. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Botschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte abschließend ein Thema ansprechen und einen Dank aussprechen an den stellvertretenden Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, an Martin Gerster, der sich ein Thema, was uns seit 2017 umtreibt, zu seinem Thema gemacht hat und endlich für eine Lösung gesorgt hat. Und ich rede über die Landshut, die 1977 entführt wurde, die 2017 von Sigmar Gabriel zurück nach Deutschland geholt habe. Und seitdem gibt es eigentlich Streit, was machen wir mit diesem Flugzeug. Es gab keine vernünftige Lösung. Und das war für die ehemaligen Geiseln schon eine sehr bedrückende Situation. Und lieber Martin, ich bin dir dankbar, dass du jetzt der Bundeszentrale für politische Bildung, dass ihr gemeinsam das Thema in die Hand genommen habt. Ich finde, das ist auch ein wichtiges Signal an diejenigen, die damals in diesem Flugzeug gefangen waren. Vielen Dank dafür. Ja, auch dafür muss hier die Zeit sein. Dennis Rohde, haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Er war etwas verärgert hier über Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin. Hier sehen Sie sie. Sie hat gestern in der Tat in einem DPA-Interview eine neue Milliardenhilfe für die Kultur in der Corona-Krise plädiert. Allerdings, Sie haben es ja gehört, der Kulturetat mit 2,14 Milliarden üppig ausgestattet dieses Jahr, finden alle Haushälter. Die Kultur leidet. Sie leidet extrem. Ich lege einen breiten Kulturbegriff an und denke an die Kreativen und in diesen Tagen auch an die Schausteller und an alle, die hinter der Bühne arbeiten, diejenigen, die wir nicht sehen. Sie leiden nicht nur unter fehlendem Einkommen, sie leiden, weil sie nicht arbeiten können. Sie wollen singen, musizieren, ausstellen,
Sie wollen auf die Bühne. Und ich glaube, ich spreche im Interesse aller, wenn ich sage, wir freuen uns alle, wenn das wieder möglich wird. Ganz besonders denke ich an die Solo-Selbstständigen, an die privatwirtschaftlich organisierte Kultur, die Veranstaltungswirtschaft, Kinos, freie Orchester oder Festivals. Von einem Tag auf den anderen mussten über 80.000 Veranstaltungen abgesagt werden beim ersten Lockdown. Umsatzverluste 40 Milliarden Euro. Das sind keine Peanuts. Aber Künstlerinnen und Künstler in unserem Land haben sich nicht entmutigen lassen. Mit unglaublich viel Engagement, Kreativität und Zeitaufwand haben sie Hygienekonzepte erarbeitet, sich digital präsentiert, gestreamt. Was sie nur konnten, haben sie getan. Dafür sage ich von dieser Stelle herzlichen Dank. Wie haben wir reagiert? Was haben wir getan? 1 Milliarde Euro zusätzlich für den Kulturetat, Soforthilfeprogramme, eine Gutscheinlösung, Ausfallhonorare, Überbrückungshilfen, erleichterter Zugang zu Hartz IV. Dafür danke ich ausdrücklich allen, die das möglich gemacht haben. Regierung, die Bundeskanzlerin, die immer wieder auch die Kultur benannt und erwähnt hat in ihren Reden und in einem Podcast, unsere Kulturstaatsministerin, der Haushaltsausschuss, unsere Haushälterin Patricia Lips, aber auch alle Fraktionen, nee, nicht alle Fraktionen, also fast alle Fraktionen haben uns unterstützt. Am Anfang waren nicht alle Maßnahmen zielgenau, sodass viele im Kulturbereich durchs Rost gefallen sind. Künstlerinnen haben in der Regel keine Betriebskosten, die sie hätten geltend machen können. Ohne Bühne keine Künstler, ohne Künstler keine Bühne. Wir müssen beides unterstützen, die kulturelle Infrastruktur und die Menschen, die diese bespielen. Mit der Novemberhilfe gibt es nun zumindest eine Art Einkommenserstattung. Die Überbrückungshilfe 3 ist zugesagt. Vielen Dank, Peter Altmaier, der jetzt gerade nicht da ist, aber auch Olaf Scholz. Auch das ist ein wichtiger Baustein. In den Haushaltsberatungen ist es uns darüber hinaus gelungen, im kommenden Jahr noch zusätzlich 170 Millionen Euro für die Kultur bereitzustellen. Damit liegt der Kulturhaushalt erstmals über der 2-Milliarden-Euro-Grenze, ein Rekord. Das zusätzliche Geld fließt, es ist hier erwähnt, in große und kleine Einrichtungen, auch in den ländlichen Raum, ins Denkmalschutzprogramm mit 70 Millionen Euro. Auch das ist enorm erfolgreich. Und eins will ich sagen, am Anfang habe ich eine sehr harte Ansage von einem Künstler bekommen. Und die ist mir durch Mark und Bein gegangen. Aber irgendwo hat sie natürlich einen Funken Wahrheit. Er hat mir gesagt, wenn wir auf den Bühnen stehen, dann werden wir von euch beklatscht und bejubelt. Und wenn wir in Not sind, dann verweist ihr uns an Hartz IV. Das hat mich total betroffen gemacht. Aber deshalb freue ich mich, dass wir heute sagen können, wir haben unglaublich viel in den Kulturbereich an Geld und an Mitteln gegeben. Vorneweg hat Monika Grütters dafür gekämpft, aber wir als Kulturpolitiker desgleichen. Und deshalb mein Appell am Ende auch an die Kulturschaffenden. Wir sind hier Ihre politischen Anwälte. Wir sehen die Not und deshalb unterstützen wir alles, was helfen kann, die Kulturszene, die Künstlerinnen und Künstler, ja, ich will jetzt nicht zu unterstützen, damit sie über die Runden kommen. Und das ist nicht nur ein kulturpolitischer Auftrag, das ist ein gesamtpolitischer Auftrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Elisabeth Motschmann war das für die
Unionsfraktion, ja, und die Hilfen, sie hat es auch angesprochen, die verteilen sich natürlich auch auf den Wirtschaftsetat, auf den Etat für Arbeit und Soziales beispielsweise. Und am letzten Wochenende hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz übrigens angekündigt, dass er eine staatliche Kostenübernahme für Veranstaltungen plant, falls in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres Veranstaltungen abgesagt müssen wegen Corona-Pandemie. Er wolle Konzertveranstaltern beispielsweise mit dieser Maßnahme ermutigen, wieder loszulegen. Katrin Butte für die SPD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, 2,14 Milliarden im Kulturetat ohne Corona-Hilfen, auch das ist allein schon ein wichtiges und gutes Zeichen in einer Zeit, in der nahezu die gesamte Kulturbranche am Boden liegt. Ich will einige wichtige Akzente nennen. Die Bundeskulturfonds, die verstetigt sind und die eine super Arbeit leisten im Programm Neustart, die wir dringend brauchen, sowohl inhaltlich als auch in der jetzt schwierigen Zeit. Und im 31. Jahr der Deutschen Einheit gibt es dann auch wieder einen Titel für das Einheits- und Freiheitsdenkmal in Leipzig im Bundesetat. Das ist wichtig, denn für uns Ostdeutsche ist Leipzig, ich glaube, ein stärkeres Symbol für die friedliche Revolution, als es Berlin war. Und deshalb ist es gut, dass es dort ein gutes Konzept gibt, was wir auch unterstützen werden. Es gibt einen neuen Titel für die Aufarbeitung des Kolonialismus, über 2 Millionen. Das ist gut so. Wir haben 4,9 Millionen Euro aus der Strukturstärkung Kohleregion für die Industriekultur zur Verfügung. Auch das ein Beginn, ein Zeichen, der wichtig ist in dieser Epoche. Und wir haben das Zukunftsprogramm Kino um 10 Millionen Euro erhöht. Wir werden auch daran arbeiten müssen, dass es die Kinos noch gibt. Aber wenn sie da sind, brauchen sie halt auch dieses Programm dann wieder. Die Förderung der Stiftung Aufarbeitung wurde verstetigt mit 4 neuen Stellen. Auch das ist gut. Und anders als in anderen Haushalten war es schon drin. Und das Denkmalschutz-Sonderprogramm der Haushälter gut gefüllt mit 70 Millionen Euro. Das ist ein sehr wichtiges Programm, weil es in jede Ecke unserer Bundesrepublik geht. Und alle haben schon dringend darauf gewartet. Vielen Dank, dass das in den Haushaltsberatungen möglich war. Ich will aber auch persönlich Danke sagen für die Sonderinvestitionsprogramme für Sachsen-Anhalt und Thüringen, denn es ist durchaus nicht selbstverständlich, dass der Reichtum an Kulturschlössern, Burgen und Gärten für zwei Bundesländer bezuschusst wird vom Bund. Das ist sehr wichtig für uns. Diese Kultur ist uns eine Freude, aber sie ist eben auch eine finanzielle Last. Und das ist Thomas Münzer. Und der Bauernkrieg zum 500. Todestag von Münzer in den Bundeshaushalt geschafft haben, das ist eine wirklich gute Entscheidung gewesen. Denn Münzer und seine Ideen sind in der Geschichte oft missbraucht worden. Und doch sind Münzer und Luther eben zwei Seiten einer geschichtlichen Medaille, die zusammen betrachtet werden müssen. Dem Einzelnen damals vor 500 Jahren ein Widerspruchsrecht zuzugestehen und das auszusprechen, das war schon mehr als mutig. Genauso wie mit dem Gesicht zum Volk zu predigen, im Grunde der Beginn der Demokratie. Und deshalb finde ich es wichtig. Na, kommen Sie also in mein Bundesland, gucken Sie sich den Ort der Fürstenpredigt an, Altstädt, wo Münzer den Fürsten, glaube ich, das Frühstück verdorben hat. Wichtig aber auch, dass das Thema Gleichstellung von Frauen in Kultur und Medien erstmals zusätzlich mit 2 Millionen verankert ist im Haushalt, auch das ein gutes Zeichen. Gegenwärtig merken wir ja, dass das, was selbstverständlich war, in all den Jahren vorher eine wunderbare überquellende Kulturlandschaft, ein Kulturangebot, wo für jeden von uns etwas dabei war, dass das fehlt. Und Corona hat uns gezeigt, dass Kultur eben kein Luxus ist, sondern ein Teil von jedem und jeder von uns, was wir brauchen. Deshalb ist es wichtig, daraus zu lernen und zu sagen, Kulturförderung darf eben nicht mehr nur freiwillige Leistung sein. Auch grundsätzliche Dinge müssen besprochen werden. Es muss auf allen staatlichen Ebenen eine Pflicht sein, im Bund, in den Kommunen und in den Ländern. Und wir befinden uns in einer neuen gesellschaftlichen Verteilungsdebatte, verschärft durch diese pandemische Situation. Und da ist das, was Dennis Rohde gesagt hat, ganz existenziell durch die Verschiedenheit der Erwerbseinkommen, durch diese verrückte Kultur- und Kunstschaffenden Situationen, die wirklich sehr unterschiedlich sind, müssen wir völlig neu darüber nachdenken, wie soziale Sicherungssysteme eben auch auf diese Art von Erwerb, von Leben, aber auch kultureller Bereicherung ausgerichtet sein werden. Und deshalb müssen wir das komplett neu denken. Zum Schluss will ich einen Dank loswerden an alle, die mitgearbeitet haben, an den Finanzminister, an die Staatsministerin für Kultur und Medien, an meine Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss und an die im Ausschuss, die bei unterschiedlicher Rollenverteilung von Opposition und Regierung doch alle eins im Blick haben, nämlich die Kultur. Und ich will die letzten Sekunden dafür verwenden, auch noch die auswärtige Kulturpolitik zu bemerken. Die ist hinten runtergefallen, aber es ist wichtig, gerade in dieser Zeit, die ist hinten runtergefallen in der Debatte, nicht in der Finanzierung, das muss ich dazu sagen, denn sie ist extrem wichtig in der heutigen Zeit. Wir brauchen internationale Kulturpolitik. Die gute Kulturmilliarde ist erreicht worden. Dank an die Staatsministerin Müntefering. Und hoffen wir, dass wir gut durch die Pandemie kommen.
dass viele Geld, was wir in die Hand nehmen, noch klarer beim Einzelnen, bei der Einzelnen ankommt und dass wir danach auch neu durchstarten können gemeinsam. Vielen Dank. Katrin Budde war das für die SPD-Fraktion. Ja, die auswärtige Kulturpolitik, da werden wir vielleicht auch noch was hören beim Etat fürs Auswärtige Amt, der übrigens gleich im Anschluss folgt. Aber wir haben jetzt noch einen Redner zu diesem Einzelplan in dieser Generaldebatte, muss man ja sagen. Jens Zimmermann wird es sein für die SPD, der Sprecher für digitale Agenda. Jetzt sage ich aber trotzdem noch, sehr geehrte Frau Präsidentin, weil das ist echt gemein, wenn hinter einem plötzlich das Präsidium wechselt. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mobile Kommunikation, mobiles Arbeiten, mobiles Lernen, das hat alles unser Leben während Corona verändert. Und wenn es eins deutlich gemacht hat, dann, dass Digitalisierung in unserer Gesellschaft eine immer größere Rolle spielt. Und einigen kommt es so vor, als wären wir auch ein bisschen in die Zukunft gebeamt worden. Manche nennen es »The future is now«. Und in diesem Haushalt ziehen wir die entsprechenden Konsequenzen. Denn auf der einen Seite mit massiven Investitionen und auf der anderen Seite, und das ist mindestens genauso wichtig im politischen Handeln, konsequente Regulierung der digitalen Welt, meine Damen und Herren. Wir brauchen aber eben, um durch diese Krise zu kommen und in die Zukunft gleichzeitig investieren zu können. Wir haben auf der einen Seite das Konjunkturpaket in diesem Jahr auf den Weg gebracht. Wenn man da mal schaut, was wir alles an Investitionen drin haben, kommt man auf locker 20 Milliarden Euro für den ganzen Digitalisierungsbereich, für künstliche Intelligenz, für Quantencomputer, für den 5G-Ausbau. Und wenn wir uns da auch anschauen, es ist eben nicht nur diese Investition allein, sondern wir müssen auch, ich sagte es bereits, in die Regulierung rüberkommen. Wir haben eine ganz lange Diskussion in diesem Jahr darüber geführt, wie es mit der Sicherheit bei 5G aussieht. Und deswegen ist es gut, dass wir zum Beispiel auch so ein Projekt, das so technisch daherkommt, wie die Förderung von Open RAN. Ja, das ist wieder nur was, wo jetzt die Nerds zu Hause aufhorchen. Aber es ist ein Projekt, wo wir dafür sorgen wollen, dass Antenne von Hersteller A am Ende auch mit Antenne von Hersteller B kommunizieren kann. Heute ist das nicht der Fall. Und dadurch entsteht eine große Abhängigkeit von einzelnen Herstellern. Und das zeigt auch, wie viele gute Ideen in diesem Konjunkturprogramm und im Haushalt auch drin sind, meine Damen und Herren. Zur Gestaltung dieses digitalen Wandels, der durch Corona beschleunigt wurde, gehört aber eben auch zum Beispiel die Regelung und ein Recht auf Homeoffice. Hubertus Heil hat da eine große Arbeit geleistet, will auch sagen, mit Blick zur Union, da geht vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und es gehört auch das digitale ehrenamtliche Engagement dazu. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute Morgen im Finanzausschuss des Bundestages beim Thema Gemeinnützigkeit jetzt auch die Freifunk-Initiative mit draufnehmen. Die haben schon während der Flüchtlingskrise einen tollen Job gemacht. Und dass eben digitales Engagement jetzt auch in der kommenden Woche hier im Hohen Hause debattiert wird und dann auch gemeinnützig werden soll, ist ein ganz wichtiges Signal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben es heute auch in den digitalpolitischen Teilen dieser Debatte, aber insgesamt auch in der Betrachtung der Corona-Pandemie gehört. Irgendwie wird immer alles bei uns in Deutschland ziemlich kritisch beachtet. Es wird immer darüber geredet, wo Defizite sind. Das ehrt uns in Deutschland auch. Dafür sind wir auch international bekannt. Aber man muss doch mal eine Sache feststellen. Dieser erste Corona-Impfstoff, der wurde in Deutschland entwickelt mit dem Verschmelzen von digitaler Technologie und Medizin. Das ist hochinnovativ, das ist made in Germany. Da können wir stolz sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, drauf. Und weil wir es geschafft haben, dass wir in Deutschland immer noch unsere industrielle Basis haben, kann dieser Impfstoff jetzt auch in Deutschland hergestellt werden. Auch da haben wir etwas, wo uns viele darum beneiden. Und wenn wir jetzt darüber diskutieren, und die Kanzlerin hat einen starken Aufschlag dazu heute gemacht, wie wir die kommenden Wochen bis Weihnachten über die Bühne bringen, dann sollten wir nicht vergessen, welch großartige Leistungen die Menschen und Institutionen in unserem Land in dieser Krise schon geleistet haben. Herzlichen Dank.
Jens Timmermann, letzter Redner zur Generaldebatte. Jetzt gibt es auch eine namentliche Abstimmung über den Einzelplan. Zur Abstimmung über den Einzelplan Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt in der Ausschussfassung. Es ist namentliche Abstimmung verlangt. Für die Stimmabgabe in der Westlobby haben Sie nach Eröffnung der Abstimmung wieder 30 Minuten Zeit. Bitte gehen Sie nicht alle gleichzeitig zur Abstimmung, halten Sie den Sicherheitsabstand ein und bedenken Sie, dass auch in der Westlobby die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt. Bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer darauf zu achten. Die Plätze an den Urnen sind besetzt. Ich eröffne die namentliche Aussprache über den Abstimmung über den Einzelplan 04. Die Abstimmung wird um 13.35 Uhr geschlossen. Ich werde, bevor die Zeit abgelaufen ist, das auch noch mal rechtzeitig bekannt geben. Ja, über den Einzelplan des Bundeskanzleramtes wird traditionell namentlich abgestimmt. Das ist eine absolute Ausnahme über die Einzelpläne in zweiter Lesung. Da wird normalerweise nur ganz einfach die Hand gehoben. Und es geht hier weniger um die Zahlen und um den Einzelplan. Es geht natürlich mehr um die Unterstützung, um den Zusammenhalt in der Großen Koalition. Und da schaut man natürlich, ob die Große Koalition hier ihre eigene große Mehrheit zusammenbekommt. Aber das dürfte kein Problem sein.